Moin Leute, Trimax hier. Wir sind gerade in London. Ja, übel hyped auf das CCGS-Finale. Haben jetzt hier ganz spontan einen Stream errichtet. Chef Strobe hat gerade schon die 20 Siege nicht geschafft. Er wird es danach wahrscheinlich wieder weiter versuchen. Jetzt habt ihr euch die Random Deck Generator Challenge gewünscht. Ich hatte das Ganze ja schon mal getestet mit Flobby und Bochum. Hat ganz gut funktioniert. Genau das gleiche machen wir jetzt auch. Wir drücken einfach auf ein komplett zufälliges Deck. Und die sind wirklich zufällig. Also die sind so zufällig, so eine Challenge wird Supercell niemals machen. Das gleiche Deck müssen wir alle drei spielen. Wir gehen das in der 20-Siege-Challenge, fragen wir an, weil da sind die Gegner recht schwach, weil es auch einen freien Eintritt gibt. Selbst da hat man eine Chance. Es ist komplett zufällig. Es kann sein, dass man 5 Tanks kriegt oder 7 Zauber oder den kompletten Mist. Manchmal kann man da nichts machen. Ich weiß es nicht, du. Da sind einige dabei. Ich drücke auf Random Deck. Ich zähle von runter. 3, 2, 1... Go! Alter, geil. Ist solid. Geiles Deck, bin ich sofort dabei. No joke, das ist ein gutes. Das ist ein richtig gutes Deck. Das ist ein gutes. Okay, wir tippen das hier mal alle ab. Dann könnt ihr das auch gleich sehen. Ist natürlich ganz nice. Ihr seht immer unsere Live. Natürlich über die AIDS-Karte dabei. Unsere Live-Reaction seht ihr dazu. Unsere Reaktion, bevor ihr überhaupt das Deck seht. So, Eismagier und Ritter. Nachthexe und Elektromagier. Was halt geil wird, wenn ihr gegen Lockwell spielt. Oh, ich kann's. Wie Rudi? Magst du Bluffs? Ja gut, dann bluff ich halt. Ich brauch auch kein Skill. Ich hab Noob-Luck. Das ist das beste Luck, das es gibt, Mann. Man spielt einfach scheiße, aber kriegt die schlechtesten Gegner und gewinnt trotzdem. Das ist teuer, man hat aber auch eine Pumpe, ne? Was fehlt hier noch? Tesla. Für ein Random Deck ist es absolut nice. Leute, haut mal eure Meinung mal rein, welches Deck, wie ihr das findet. Sagt ihr, oh, damit gewinnt der Großteil von denen, ist machbar oder ist kompletter Scheiß. Und am Ende werde ich euch nochmal fragen, welches Deck war das beschissenste, womit man überhaupt nichts machen kann. Kann auch sein, dass ihr mit einem Deck alle gleich stark verkacken. Das ist das Deck, ne? Ritter, Nachthex, Elektromagier, Miner, Tesla, Pumpe, Rakete, Eismagier. Ja, das ist das Deck. Wir schauen zu. Und mal gucken, also ich bin schon recht stark mit Random Decks verglichen, mit den Pros, die sonst auch immer dabei sind. Der arme Basti. Ja. Danke, Strobel, ich würde sagen, das beginnt schon mal sehr schlecht für dich. Du hast dir viel Schaden schon genommen. Das war echt zu viel Schaden. Die Pumpe steht zwar, aber der Turm hat Hälfte Leben. Es geht hier über. Hallo, was ist hier los? Hier ist eine 100.000er Leitung, es kann hier nicht laggen. Es ist so, dass wir hier übrigens für eine Super Magical Chest spielen. Was? Die der Verlierer an den Gewinner abdrücken muss. Was muss abdrücken? Der letzte Platz muss an den ersten Platz eine Super Magical Chest abdrücken. Okay, das war irgendwie nicht so ausgemacht. Das bezahlen wir einfach von dem Supercell Essensgeld. Leute, wir haben jeder. Wir haben Geld bekommen von Supercell, Essensgeld. Das habe ich gar nicht gecheckt, total gefreut. Ich hatte eh keine Pfund. Pfund ist hier in London. Pfund dabei. Auf einmal kriegt man einen Briefumschlag mit Essensgeld. Habe ich natürlich gleich mir zur Pizza Hut gegönnt. Werdet ihr alles im Vlog sehen. Ach, die kann ich heute Nacht übrigens auch noch schneiden, Chef Strobel. Das heißt, du kannst eh nicht streamen mehr später. Das ist jetzt ein Zusammenhang mit dir. Weil ich den Computer brauche. Ach so, aber der auch seine eigenen. Du hast deinen eigenen Computer mit, Chef Strobel. Kannst du streamen selber? Theoretisch ja, praktisch. Ja. Theoretisch ja, praktisch ja. Ich Chef Strobel. Das gehört dazu. Das gehört ganz klar dazu. Du hast 2 Pumpen, dafür hast du aber auch schon so gut wie verloren. Ich finde, Max hat das gut zusammengefasst. Die Frage ist halt, was bringen dir die Pumpen, wenn du am Ende eh nur die Rakete gewünscht hast? Oder meiner? Nee, der Miner ist innen, ja. Der ist. Ja, eine Rakete. 50 Sekunden noch. Hier ist schon mal wieder bei der Raketenerfolg, der Querschnitt von Strohbitterfolg generell. Der Feuerball war so schlecht vom Gegner. Nur zur Hälfte. Was soll ich machen mit dem Deck? Ja, ich weiß nicht, ob du gewinnt vielleicht. Du hast eigentlich alles, was du brauchst. Das wäre jetzt wiederum gar nicht verkehrt, du hast ja keinen Sepp. Du hast keinen Sepp. Kopieren nur eine Rakete. Es wird von der Zeit halt auch einfach. Chef Strobel. Nochmal im Nachhinein. Ist es
von Vorteil zu starten? Ja. Gut. Kurze, knackige Antwort. Also, wir spielen ja alle drei das gleiche Deck. Der Strobel hat alles beim Schere-Stein-Papier gewonnen, hat dann dennoch die schlechteste Wahl getroffen und das kommt jetzt teuer zu stehen. Leute. Jetzt gucken wir Big Spin zu. Da ist er bei 6000 Trophäen. Ist er nicht? Nee. So, Big Spin insgesamt ein super solider Spieler. Bei Random Decks geht der Struggle auch gerne mal los. Wenn die Routine da nicht drin ist. Lol, Hilfe! Leute, was? Hm. Wir haben doch eine in der Meise, guckt euch das mal an. Eine Meise? Die haben eine Meise von mir aus, sag ich das nicht so. Okay. Daran. Jetzt kommt wahrscheinlich sowas wie Skelettarmee. Oh, nee, falsch. Das ist zählt wie Skelettarmee. Hast du ein Holz? Was ist? Oh, hast du gut abgerannt, wie ich bin. Okay. Ja, darf ich fragen, wie die Stimmung ist? Ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden. So, Leute, wir sehen jetzt, wie man es nicht spielen sollte. Big Spin alias Lukas. Junge, kann der mal aufhören? Oh, 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 er wird sauer. Hä, hey, wieso hat gerade bitte der Ritter sich getankt? Oh, nicer Kite, das war der Big Spin Move. Das war der gute alte Big Spin Move. Kriegen wir das hin, Leute? Ein Zuschauer schreibt, Big Spin kann gar nichts, ohne vorher das Deck 1000 Mal Übungsmatches zu absolvieren. Ja, genau. Ich, ja, confirmed. Danke für den Hinweis. Hat kein Zuschauer geschrieben, hab ich jetzt einfach so gesagt. Der Typ spielt auch wieder. Das ist ja viel intellektuell. Viel zu intellektuell für so einen Helikopter. Das stimmt, das stimmt, das stimmt, das stimmt. 1000 Übungsmatches. Der hätte geschrieben 1000 Matches AMK. Ich verstehe nichts, wer nuschelt da ans Mick. Chef Strobel, du hast jetzt Mikrofonverbot. Ins Mick? Das ist Mickey. Mickey, was geht? So, okay, einverstanden. Guck mal, der spielt. Big Spin liegt stark vorn mit unfassbaren 5 HP. Free Win, würdest du sagen? Ja, gut. Der splittet die. Oh, jetzt geht er links. Rein, okay. Mhm. Es ist halt immer die Frage, ist denn das Heulen von Chef Strobel über so ein Deck begründet oder eben nicht? Die Frage ist über den Gegner. Guck mal, was er macht. Er lässt einfach durchlaufen. Chef Strobel, die splittet sich. Das waren anderthalb Hits, das könnte schon mal wehtun. Ich beginne den Knochengruben-Style 3000. Chef Strobel, bitte. Er ist das fanglich. Oh, was denn, ein Holz? Ein Holz, okay. Ich mag es nicht, wenn du immer irgendwas auf andere Leute schiebst. Könnt sein. Big Spin hat schon gewonnen. Das ist eine Rakete und meiner. Der Strobel. Er ist aber auch clever und spammt nicht die ganze Zeit Raketen, sondern macht richtige Spielzüge und wirft dann die Raketen, nicht so wie du. Irgendein halb genuscheltes Kommentar dazu? Big Spin hat nur Glück und spielt gegen Knochengrubenspieler. Okay, Knochengrubenspieler. Interessanter Punkt. Qualitativ genauso hoch, wenn ich wieder Gameplay. Oh! Guck's dir an, guck's dir an! Wird aber scharf geschossen. Natürlich, was denn dann? Hier Strom jetzt. Hier hat 99 HP. So schlecht, der Gegner. Das ist einfach Strom, oder? Bruder. Das ist nichts mit dem Bruder. Okay. Was macht der mit der... Der Strom wird jetzt hier richtig sauer, weil er weiß, er liegt hinten, es geht hier um eine Super Magical Chest. Ey, das hat mich nicht ausgemacht. Das ist schon, 6000 Leute wollen folgen. Das Ding ist, oder 10.000. Ich bin nicht wieder Winde. So, komm. Ihr seid hier ganz schön am Struggeln. Ich zeig euch erstmal, wie das mit den... Wie viele Trophäen? Das würde mich mal interessieren. Funktioniert. Immer zweimal mehr als du, genauso wie im Echten. Oh, der hinten ist auch gut. So, seid ihr bereit? Warte. 3, 7, 4, 3. Ausgewählt, ja. Ich gehe ins Battle. So, schreibt der Chat, schreibt der hier irgendwas vielleicht nochmal. Seid ihr bereit? Alter, bei 4300 Trophäen ist das dann als oh, Max. Oh nein, Alter, Rinaldo. Das ist der Bruder von Ronaldo. Rinaldo, Alter. Scheiße. Wenn mich einer im Chat beleidigt, der kriegt einen Bann. Rinaldo. Gucken wir den guten Trimax hier mal zu. Okay. Mal sehen, was er jetzt so machen wird hier. Du spielst aber gegen außen durch ein nukleares Ausrufezeichen. Auch wichtig. Oh, oh, damn! Ja, Max, ich möchte nur sagen, der Gegner, falls du nicht gerafft hast, wie man das Deck spielt,
Hat's dir gerade vorgemacht? Ja, das ist nice. Oh, was sagt man dazu? Damn. Mit einer genussvollen Stimme begrüße ich heute zum Abendstream. Der Sepp auch wieder sehr schön. Das ist doch der Schweinereiter-Deck, oder? Wir sagen Ihnen bitte keine Informationen. Haben Sie noch etwas zu sagen? Ich kann dir sagen, was es für ein Deck ist, werde ich aber nicht. Ich sage hier gar nichts. Das ist nicht Schweinereiter. Mal sehen, was jetzt für eine Karte kommen wird. Ich glaube, Ronaldo packt dir jetzt irgendwas Witziges. Ronaldo, Leute. Der Name ist es schon. Ja, ich kann nicht sagen, was es ist. Er hat noch eine Karte drin, die kennt ihr auch schon von anderen Spielern. Was machen denn die Gegner die ganze Zeit? Warum hatte ich hier so einen guten Gegner? Der Gegner hat das safe. Okay, doch nicht. Okay, ich öffne meine Theorie über den Haufen. Ich dachte, er hätte Gohle. Der könnte irgendwo noch sein, aber jetzt... Ich hab die Walküre! Was ist das denn? Leute, das ist nicht serious, dass die Leute hier spielen. Geil. Und dann noch so halbherzige Minions da rein, dann noch ein Mini-Packer reingespammt, also... Der Mini-Packer wird wrecken, pass auf. Lol. Wurde hingesetzt. Okay, Leute. Ich bin offiziell raus, weil das ist ja 100% rigged. Never wanna let you down. Ja gut, dann kann ich weitermachen in der 20. Raketenpredict, Obacht! Was meinst du? Bogenschützen. Max! Da sind sie! Hilfe! Leute, ehrlich in den Chat. Wer den schweren Gegner bis jetzt, also den schwersten Gegner bis jetzt? Big Spin, Max oder ich? Leute. Ernst? Ernst? Was er da macht, einen defensiven Miner, so low, so lame. Ernst, Da wird mir schlecht davon. Fällt dieser Witz zu ernst nicht mehr ein? Wie war da nochmal dieser richtig flache? Fällt dir echt nicht mehr ein? Max, Alter, das ist doch... Valkyrie, los, pass auf. Guckt euch diese Valkyrie an, oh, und dann noch die Rakete, nein! Nee, da kann ich. Fuck. Ich kann mir das nicht mit anschauen. Mein Gegner übel am Tryharden und das hier. Das ist doch eine Pumpe, ich könnte kotzen. Lol, und ein Def. Er wird's mit den Raketen beenden, das ist, finde ich, stark gespielt. Wieso macht der Witch-Spam? Weil er dumm ist. Er hat eine E-Wizard, aber er stellt einfach einen Inferno-Drachen in seinen Nacken. Was macht der da? Max, beende das jetzt bitte, das Grauen. Oh Gott, Alter, beende das Grauen. Beende das Grauen und hast Mike in die Hand, du hast gewonnen. Hab ich hier am eindeutigsten gewonnen oder nicht? Was sind das für Gegner, Alter? Ich krieg hier wieder so ein Triad mit Schweine-Rider. Geh nicht immer weiter zurück, wenn ich dich da komme. So, das mache ich ganz sicher. So in Draft-Challenges oder so, Random-Deck-Challenges, da bist du mir einfach etwas unterlegen. Rinaldo, oh, 3000. Was ist das denn? Stopp, was machst du da? Spielen. Herr Strobel, du bist Digga, wir brauchen noch neue Decks. Herr Strobel, du bist Boah, der ist so auch in Real Life, ne? Wisst ihr, wie tragisch das ist, den ganzen Tag mit so einem Typen in London abzuhängen? Der ist in-game gerade. Der hat die Challenge nicht verstanden. Ich finde, im Regelwerk steht... Was? Ich wusste, ich frage vor dem Spiel, wenn du die ganze Zeit das Deck und sagst, ja. Ich frage vor dem Spiel, wenn du die ganze Zeit... Also, im Regelwerk steht, ich habe das ja mal lange geschrieben, das ist so ein dicker Wälzer, also über 1000 Seiten, da steht drin, bei falscher Deckwahl wird dies als Niederlage gezählt. Ich habe dich vorhin gefragt, spiel mir das Deck die ganze Zeit und sagst du mir ja. Ich habe dich gefragt. Hier schreibt ein Zuschauer, du seist ein Gehirngott, was sagst du dazu? Ja, vorhin frage ich dich bei der Deckauswahl, spielen wir das die ganze Zeit und du sagst ja zu mir. Was ist das denn für eine scheiß Challenge? Das guckt sich doch keiner an. Ja, das kann mir doch, das ist doch keine Ausrede. Als ob wir jetzt hier 50 Games dieses Mist-Deck spielen. Dann zählen wir das nicht, dann such, mach schon mal neu. Alter, Chef Strobel. Dann zählen das Match hier nicht, ich gewinne das eh. Dann zählt das nicht, dann mach ich gleich noch mal eins. Ich hab das einfach verliert. Ja, nee, ist okay, er hat so einen Nachteil. So. Einfach, weil das bessere Gegner hat, wenn er einen Sieg mehr hat. Ja, ist mir egal. Ja, gut, es ist halt so, ne? Trimax macht den Ziegelofen. Salt. Was macht Disqualifikation. Frag doch Ziegelofen. Ich finde, du bist zwar kein Spieler vom deutschen Team. Ich finde aber, das zählt trotzdem für eine Niederlage für Big Spin. ist guter Call. Falsches Deck, Big Spin kriegt eine Niederlage. Ich gewinne das gerade so easy, weil das zählt ja auch nicht.
War schon was Neues? Nee, du hast gesagt, du fängst an. Da kommst du jetzt auch nicht raus aus der Position. Okay. Na, er hat jetzt ziemlich viel Raft zu. Ist es egal, wir zählen es einfach nicht. Er hat einfach einen Sieg mehr und hat jetzt Nachteil dadurch, weil er gegen bessere Gegner spielt, weil er einen Sieg mehr hat. Also, ja, das ist ein minimaler Nachteil. Ich bin auch ein fairer Sportsmann, man kennt mich. Man kennt ihn. Wie bist du fair, wenn du hier immer wieder gegen die Regeln verstößt? Was? Was laberst du? Ich hab gesagt, ich mach den zeigen Kulanz und er ist hier. Wir zeigen Kulanz und er ist hier der Held, sagt er. Wir spielen gegen Packer und, wie heißt das hier? Giant Skeleton. Weißt du, wie schwer das ist? Der Gegner hat nicht mal maximale Karten. Nicht mal maximale Karten? Ey, das ist mega schwer gegen den zu spielen. Guck mal, ist der Spiel. Das ist richtig nice. Irgendwie haben wir so ein richtig nice Layout hier auch gewählt. Ja, jemand hat gefragt, ob das Layout von Ferris ist. Das stimmt so nicht. Das Layout, was ihr hier seht, habe ich selber erstellt. Was Finger weg, was ist mein... Ich drück. Ich will das nächste Ding aussuchen. Ich mach das doch. Ach, du bist doch ein Lamer. Ich bin ein Lamer. Macht euch bereit. Gewonnen. Zählt aber nicht. So, also, Big Spin und ich haben die erste Runde gewonnen. Chef Strobel hat verloren und lässt seinen Frust irgendwie jetzt hier an den Zuschauern aus. Wir werden das nächste Deck generieren. Was sehe ich denn eigentlich da? Max, wir müssen mal was gucken. Warum hat der die Raketen, Max? Wenn du sie die ganze Zeit hast. Oh, Chef Strobel. Ist ja ein Basti-Account, what the fuck? Okay, zählt. So, wir machen ein neues Deck. Macht euch bereit. Achtet auf unsere Reaktion. Ihr könnt sie mir noch nicht sehen. 3, 2, 1, go. Ich finde es eigentlich wieder solid. Okay, das ist ein Deck, kann ich jetzt schon callen. Ihr wisst ja so, das Decks... so Max und Big Spin gerne. Es ist so, ja genau, Tornado mit oder Klonzauber, das sind so Karten, die mir liegen. Hier haben wir jetzt ein richtig schönes Tornado-Deck. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Giant Skeleton ist noch dabei. Giant Skeleton Tornado geht wunderbar klar. Ice Golem, so dumm kann keiner sein, Chef Strobel. So, Skeleton Army. Army. Holzfäller. So. Was fehlt denn? Pumpe schon wieder. Was ist denn hier? Pumpenlastig. So, das ist das Deck. Chef Strobel startet. Schreibt wieder eure Meinung dazu. Welches Deck fandet ihr bisher schlechter? Hazard lässt ausrichten, dass Berin wissen will, in welchem Zimmer ihr seid. Hat jemand Berin von euch auf WhatsApp? 322. Was? 422 bist du? Guck mal, er sagt zu mir, ich bin Brain AFK. Sollte man das so offiziell im Stream erwähnen, dass wir im Holiday Inn in London sind, im Zimmer 422? Frage ich mich jetzt hier gerade. Wir sind im West Ham Stadion, wo Clash Royale auch ausgestrahlt wird. Ist das die richtige Wahl? Keine Sau, hätte gewusst, in welchem Hotel wir sind. Doch, das habe ich schon tausendmal erwähnt, überall. Ich spiele jetzt. So. Außerdem habe ich 322 gesagt. Ja, okay, das. Chef Ruhl, mach ein Game rein, ihr wisst jetzt alle, wo wir sind. Jetzt muss ja immer. Jetzt kommt der alle angechattet. Jetzt muss ja immer anfangen, eigentlich. Das ist ja übel, ey. Ja, ich weiß, du hast die Reihenfolge verhauen. So, wir gucken den Chef Strobel zu. Chef Strobel ist ready für die nächste Niederlage. Mal gucken. Ey, da bin ich so mal an. Guck dir mal diesen Move von ihm an. Move, Alter. Move. Warum ist ein G davor? Flug ist gebucht, schreibt jemand. Okay, bis morgen. So, Chef Strobel. Die Welt schaut auf dich. Die Welt. Alle hören sich noch irgendwann in diesem Jungen erwarten, also zwei. Was mache ich denn jetzt? Ja, Chef Strobel, abwarten und Tee trinken. Ein Sepp oder ein Holz? Oder und noch ein Eiskugel? So, ich muss gegen Green Basket spielen. Oh, das ist doch gegen drei Musketiere. Du hast einen Tornado und ein Giant Skeleton. So sehr ist es jetzt nicht schmerzhaft gegen drei Musketiere. Du musst einfach nur einen großen Spell auf die Gruppe hauen. Okay. Wer ist ein Sepp hat? Die Skarmi an der Brücke im Rage und es kommt keiner durch. What? Was? Weil der Gegner seppt, Alter. Aber er hat einen Spiegel dabei, Mann. Was ist das denn? Guck, was ich wieder für Matchups bekommen. Ich hab Sturm Leute schon wieder rum. Ja, ey. Jetzt sag mal ehrlich, was ist das für ein Matchup? Er spielt Spiegel für Muskies. Der hat jetzt vier Pumpen. Wie fühlst du dich, Chef Strobel? Ja, ist ja wieder das faire Matchup, wie wir es ja von allem kennen. Okay, das faire Matchup. Wie wir es von allem kennen.
Der Holzfäller hackt da nochmal rum. Kommt er nochmal kurz an den Turm ran? Nein. Der Holzfäller ist eigentlich kalte Temperaturen gewöhnt im mordigen Schweden, aber wird natürlich trotzdem von dem Eiskugel mehr kalt erwischt. So. Vier pumpende Gegner. Kommt da noch die fünfte? Er lässt den Turm fallen. Nein. Oh, das aber gefällt jetzt, du. Das ist doch auf eine Lane. Der Gegner weiß, Chef Strobel hat einen Giant Skeleton. Was macht der Gegner? Drei Muskis in eine Lane wahrscheinlich. Die kommen erstmal durch. Chef Strobel hat das Game nicht ganz verstanden. Chef Strobel, wir wollen hier aber schon Clash Royale spielen. Ja, was soll ich denn machen? Giant Skeleton Bombe in die drei Musketiere und nicht 50 Meter davor. Ging nicht. Berin ist da, machst du Berin kurz auf? Nee. Leute, wir haben hier einen Special Guest, ja, der einzige deutsche Spieler beim CCGS-Finale. Schaut jetzt hier mal vorbei. Alter. Chef Strobel, den Turm 6 HP. Bixlin guckt nochmal, ob die durch die Tür, ob es wirklich ist. Da haben wir ihn, da kommt er rein. Sauber. Chef Strobel verliert hier gerade ein Game hintereinander. 4 HP, 34 HP, 34 HP. Chef Strobel geht. Da ist Berin. Einmal hier haben wir die Kamera aufgestellt. Jetzt sind wir hier schon zu viert. Wir sind gerade mitten in der Random Deck Challenge. Chef Strobel hat die Siege nicht geschafft. Er hat nicht geschafft, gar nicht geschafft. Das letzte Game war sehr, sehr schwach. Ey, was kriege ich denn für ein Matchup? Guck mal, guck dir mein Deck an. Ja. Chef Strobel muss ich jetzt hier wieder eine halbe Stunde rechtfertigen. 0-2. Was macht Chef Strobel? Jetzt zieht er erstmal ausheulen. Jetzt hat er jetzt wieder gegen die Funke. Der spiegelt sich die ganze Zeit. Giant Skeleton Tornado gegen drei Musketiere, du hast das nicht getroffen. Yeah. Big Spin macht das nächste Game. Du liest jetzt 0-2. Random Deck Challenge liegt dir nicht so. Ich will so schnell wie möglich rausdroppen, dass ich die 20 Siege schaffe. Der ist hungrig auf die 20, okay. So Leute, Game wird gemacht. Ich will euch das Duell Noobs lassen. Duell der Noobs, Alter. Ich brauch gleich mal Ladekabel. Das heißt. Wir schauen Big Spin zu. So. Du musst mir jetzt zugucken. Warum? Bei Kyre Level 6. Das Matchup ist schon mal besser. Chef Strobel rage da jetzt gerade komplett weg. Was machst du da? Ich spiele so lange das andere, bis ihr fertig seid. Der Tilt ist real! Er lockt sich jetzt hier zwischen den Games um. Ja, ich muss das schon. Also ich sag mal, wir sind jetzt vier Personen in dem Raum. Drei von den vier Personen haben 20 Siege im Profil stehen. Du bist bei 19. Ja, du hast 14 auf dem Trimax stehen. Okay. Dadurch hast du jetzt immer noch nicht 20. Ja. Jetzt warte mal ab. Wir sollen abwarten. Wie heißt das? Wie heißt der Spruch? Man soll nicht den Tag vor dem Abend loben. Das ist wohl der Spruch. Nochmal bitte. Ich weiß nicht mehr. Du hast ja echt für alles einen coolen Spruch parat, ne? Du hast selber eine Farbe. Direkt Kritik dahin vom deutschen Meister. Dass du Schwierigkeiten hast, gegen Dinge zu argumentieren. Stimmt. Das tut weh. Ruhe. Oh, das war nicht so geplant. Oh, der stupst da mit dem Prinzen schon einmal rein. Shit. Was war das denn? Einmal, der stupst hier gleich alles um. Was ist denn das? Stupsi tot. Also, okay. Fühlt es sich an wie ein Level 6. man kennt sie doch, die Level 6er Valkyren, die sind absolut broken. Gerade auch der Level 6er Magier, der ist nahezu nichts aufzuhalten. Und auch die unterlevelte Skeleton Army bereitet Big Spin dort Schwierigkeiten. So ein Magier Level 6 ist schon Potter, Mann, schwierig aufzuhalten. Dein Turm unter 500 HP. Der King Tower auch noch. Arr! Da fällt ein, Alter. Rar, rar. So, okay. Das macht wieder gute Laune. Ja. Falls das so weitergehen sollte, würde ich dann noch irgendwann Berin auch in der Random Deck Challenge herausfordern, damit ich richtige Gegner bekomme. Chef Strobel? 0-2. Chef Strobel war am Anfang dafür doch dann der 20. Wir sollten doch lieber die 20 Siege Challenge joinen, meinte er, weil das eh zu easy ist. Jetzt steht er 0-2. 0-2. Wird das jetzt die 20er Streak? Ich weiß es noch nicht. 20er Streak mit Random Decks. Okay, das ist gerade nicht interessant. Big Spin. 20 Sekunden. 15 Sekunden hast du noch?
Ich weiß, dass du nicht gewinnen wirst. 10 Sekunden. Was? Und ge-3-crowned. Oh Gott, überhaupt nicht gesehen. Ja, egal. Shit happens, Leute. Wir sind... So, damit steht Chef Strobel 0 zu 2. Big Spin 1 zu 1. Ich stehe bisher 1 zu 0. Noch keine Niederlage. Ich werde jetzt mein Bestes geben. Dieser Prinz, ich habe ewig nicht gegen... Ja, okay. Leute, moin Leute, Big Spin hier. Ja. Willkommen zu einem neuen Video. Wir werden uns jetzt am High-Quality Gameplay sehen. Wir möchten, also ich möchte jetzt ein neues Video machen, eine neue Serie und da möchte ich euch erstmal zeigen, wie man eben nicht Clash Royale spielt. Deswegen habe ich hier erstmal das Paradebeispiel. Also eigentlich genau der Kampf, den ich auf meinen Kanal. Genau, ja. Ja, er setzt hier jetzt eine Pumpe ein. Ich muss ihm jetzt hier nochmal zugucken per Tablet. Wir wissen natürlich, Max hat hier einige Vorqualifikationen, wie zum Beispiel nicht die 20 Siege geschafft, auf 4300 Trophäen seit ungefähr Februar letzten Jahres. Warum burnt hier eigentlich so? Ich weiß nicht, was los ist. Feuerwehr rufen, ne? Ich burnt gerade alles ab. Jo. So. Gegner von The Shelby's hier. Vielleicht ist er giftig, man weiß es nicht. Jetzt werden wir hier Lavaloon sehen. Max wird hier ausgedacht, spielt hier ein Tornado, wie hätte es auch anders sein sollen. Gegner spielt jetzt zwar Lavaloon, aber man muss sagen, Max hat ja das absolute Kondo-Deck erwischt. Ich weiß nicht, wie man Supercell so hart bezahlen kann. Guck mal, wie heißt... The Legend 27, okay. Herr ja, Strom mal wieder hier mit einem kleinen Einwand. Gegner spielt hier die Prinzessin hinten. Max... Maximilian Stemmler spielt hier super solide gegen einen Gegner, der überhaupt keine Ahnung hat, wie er diesen Lava-Hund überhaupt aufs Feld bekommen hat. Ja, ich bin gespannt. Genau, Prinzessin ist auch immer Protection-würdig, weil die läuft ja über die Brücke und deswegen muss man da definitiv noch einen Lava-Hund vorspielen. Und dabei natürlich noch lachen, das ist das Wichtigste, denn man muss Dominanz ausstrahlen für seine genialen Plays, die man jetzt hier macht. Wir sehen Maximilian Stemmler, steht dem aber in nichts nach. Wir kriegen, Max kriegt es sogar noch hin hier, den Turm, King Tower zu aktivieren. Herzlichen Glückwunsch, aber den halben Turm zu verlieren, war auf jeden Fall Wurf. Ja. Ja, das sind die Triangle Plays. Problem ist nur, dass du auch der Einzige bist in der gesamten Community, der für so einen Mist belohnt wird. Echt oder? Ist halt wirklich so, oder? So, jetzt hat er jetzt zwei Pumpen auf dem Feld. Mal sehen, ob er sie nutzen kann. Wir wissen es nicht. Er hat natürlich Stunden bei Floppy gehabt. Allerdings ist das Ding, was da gerade auf dem Feld ist, ein bisschen heller und ein bisschen kopfbedeckter als der Golem. Und wir wissen natürlich nicht, ob Max entsprechend adaptieren kann. Der Gegner hier jedoch mit einem 5 Sekunden zu späten Zap. Lavahund ist ja am Turm. Connected hier noch für gefühlte 10 Damage pro Hit. Die Lava-Pups werden hier auch nochmal connecten. Er geht jetzt hier mit Double Giant Skeleton an den Turm. Die Giant Skeletons sind hier wetterresistent an ihrer Mütze und mit der Bombe in der Hand auch eine Gefahr. Ja, man kann jetzt sagen, er war der Einzige, der hier den Legastheniker unter den Spielern getroffen hat. Leute, nicht in der Random Deck Challenge, da holt mich keiner. Mike wieder hergeben. Ganz sicher, Leute. Ganz sicher. 3 Crown. Chef Strobel, es ist wieder Zeit umzuloggen. Es ist wieder Zeit für ein neues Deck. Chef Strobel kann die Niederlage nicht so richtig auf sich sitzen lassen. Warte mal, ich muss hier noch was machen. Moderatoren macht eine Abstimmung. Wer glaubt, ihr gewinnt die Random Deck Challenge? Berin, weil er einfach todesviel Skill hat. Ich, weil ich Noob-Luck auf meiner Seite habe. Chef Strobel, nee, den brauchen wir nicht mit einer Auswahl. Was? Oder Big Spin. Wer gewinnt diese Challenge? Wir spielen? Wir müssen erst das Deck dir zeigen und ich muss meine Elgato. Ey, let's so. So. So, habe ich dich jetzt in der Friendlist? Hast du das Deck kopiert? Ja. So schnell geht das? Okay. Dann auf Friend. 20 Wins Challenge, genau, weil da sind die Gegner chilliger. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass man 0-2 startet, sehr, sehr gering. Weil dieser Zusatz-Tilt, dass er die ganze Zeit noch in der 20-Siegel-Challenge ist. Okay, wir gucken Berin zu. Also, der kam jetzt hier gerade noch dazu, der Berin. Wird das jetzt von hinten aufräumen, das Feld. Der Strohl steht 0-2, Bixman 1-1, ich 2-0. Er wird jetzt beide Decks ebenfalls spielen und versuchen damit den Sieg hinzubekommen. Das ist auch übrigens das beste Training überhaupt, wenn ihr bei der CCGS Worlds Finals gewinnen wollt, dann einfach einen Tag davor Random Decks spielen, das hilft.
Der Strubel muss auch mal ein bisschen, wenn das Video online kommt, dann ist es ein Tag davor. Oh, sagst du gerade das Video, oder? Nein, ich versuch's euch morgen zur Verfügung zu stellen. Oh. Ja, ich schneide immer bis 4 Uhr nachts, das bin ich gewöhnt. Er hat einen Konter, jetzt kommen wir mit dem Chef. Oh, jetzt wollen wir gucken, wer gewinnt. 61% sagen Berin, 20% sagen Max, 16% sagen Chef Strobel und 6% sagen Pixbill. Was? Leute, was ist denn bei euch falsch? Chef Strobel, Alter, 15%, die glauben an dich. Leute, ich hab euch ganz arg lieb. So. Okay, dann müssen wir jetzt erstmal gucken, ob diese ganzen 60% für Berin gerechtfertigt sind. Wir gucken mal rein. Leute, ich zeig's euch an. 6%! Das ist so gut. So gut. Oh, ich bin dann noch auf 22 angestiegen. Macht dann alle Abstimmung mit. Bei euch so, oder? Jetzt ist das Snooplug. Die Leute glauben an Snooplug. Deswegen. Ganz fix die zwei Pumpen. Ohne, man darf die Gegner nicht auslachen, man darf nur Chef Strobel auslachen. Warum darf man noch nicht auslachen? Weil du so welche Fragen stellst. Ja, Leute, schon wieder 8% jetzt hier. Das ist aber auch ein Gegner. 40 Schwein. 40 Votes, nur 9%, jetzt enttäusche ich mich bitte nicht. Ja. Also, das ist schon zwei, Leute. Chef Strobel hat mehr als doppelt so viel Prozent wie ich. Finde ich so gut, Leute. Das ist eine verdammt gute Abstimmung. Oh, während des Games ist Berin jetzt hier von 60% auf 44% gesunken. Ja, Berin, das ist ja nicht mal so. Die Quoten sinken da stark. Elektromagier hat kaum Value hier. Es ist, was spielt der Gegner? Schweinereiter, Speargoblins, Goblin Gang, Skelettarmee, Freeze. Man muss sich ja halt auch mal überlegen, die Gegner spielen das ganze Series. Ja, die geben hier ihr Bestes. Berin liegt vom Schaden hinten, hat aber 3 Pumpen. Na, da steigen die Prozente wieder. Wie so ein Börsenkurs. Ja, wie ein Börsenkurs. Rating-Agentur und dann. Alter, da kommt einfach. Das finde ich jetzt gut, aber da muss noch ein bisschen was kommen. Ich weiß nicht, wie der Strobe jetzt hier einmal in seinem Leben in dieser Abstimmung nicht strugglen kann und stabil bei 22% steht. Ja, das stimmt. Hey, Berin, du bewegst dich da aber auf dünnem Eis, ne? Der Feuerball kommt. Chef Strobel, Ruhe bitte. Zugucken jetzt, weil es ist. Kann man was lernen? Was, Chef Strobel? Der ist wahnsinnig. Alle mal Hashtag Chefarmee in den Chat, die für mich sind. Ah. Das mache ich mal, ne? Ja, da bin ich ein Ding, das ist ein Buch frei. Okay. Oh, da sehe ich doch schon, wenn die Emotes reinprasseln. Das hat schon gewonnen, ne? Oh, oh, Olaf, den kennen wir. Oh. Was hast du schon wieder für Leute? Ich finde es einfach verblüffend, wie es Berin schafft, innerhalb von 10 Sekunden Chef zu überholen von den Punkten. Ich habe alle Leute lieb, die mich im Chat unterstützen. Alter, was ist das denn? Ja, so kann man seine Leute auch bestechen auf 22%. Ja, so kommen wir auf 22%, toll. Leute, ich räume von hinten das Feld auf. Alle sagen, haut Chef Army rein, alle schreiben Berin Army. Sauber, okay, direkt das. Hast du das nächste Deck schon? Kannst du das hier kommunizieren? Ja. Sauber. Genau, ja. Ja, das ist es. Jetzt geht Berin direkt ins nächste Game, da er ja später dazu kam. Das Deck hatten wir auch schon gespielt. Damit hat Chef Strubel ebenfalls verloren und ich gewonnen. Okay. Da kommen gar keine Antworten mehr. 34 HP, noch ein Turm. 34 HP sind 34 HP zu viel. Das stimmt. Man könnte auch was anderes sagen. Fledermäuse Level 8. Ja, da sieht man es wieder. Knochengruben-Style alias Primax und Fixpin. Das stimmt, Bixman hat vorhin auch gegen den Magier Level 6 verloren. Das ist Harry Potter. Ich bitte euch. Aber jetzt wird es halt ernst, wenn wirklich die Common Cards Level 8 sind. Die Common Cards sind Level 8. Das ist überhaupt ein Wunder, dass der Gegner überhaupt Level 9 ist. Wirklich so. Ich glaube, das ist wirklich. Wie kann man Level 9 sein, wenn alle Karten Level 8 sind? Welches Level ist das Kobold fast? Level 1. Na, okay. Skeleton Army sind. Was geht? Bogenschützen am Turm. Was ist denn da links, rechts noch so? Ist gar nicht am Turm? Die sind alle so unter Level, die kann er einfach durchlaufen lassen. Oh, ich hab ein Level 2 Giants gehabt. Was? Alter, jetzt wird hier sogar mit übelstem Handicap gespielt. Scheint Berin aber immer noch nicht davon abzuhalten, hier
zu gewinnen. Der Schweinereiter kriegt Schaden raus. Der wird die rechte Seite einfach nicht nerven, wenn ich jetzt schon. Giant Skeleton Level 2. Was? Er setzt da nochmal die Bogenschützen als Tank ein. Ich dachte, der spielt so Safe Skeleton Army und verkackt. What? Nee, ne? Oh mein Gott, was kriegt der hier für Gegner? Chef Schrubbel, du musst dir das hier angucken. Kann ich gar nicht. Der versucht hier 20 Siege zu strugglen. Ey, jetzt hab ich ihn hier verkackt, Junge. Ich kotz, weil ich da auf das Tablet geguckt hab. Ey, ich bin gerade so richtig mad auf Max. Mad auf Max. Das ist wirklich was ganz Neues, dass ich die Spieler hier versuche abzulenken. Damit konnte keiner rechnen. Dankeschön. Der Gegner spielt echt gewöhnungsbedürftig, anders, speziell, besonders. Leute, was sagt ihr dazu, dass ich wegen Max verliere? Verdient. Du hast nicht wegen mir verloren. Der Schweinereiter, das war der erste gute Move von ihm, wahrscheinlich war der letzte. Das war noch nicht mal mit Absicht, glaube ich. Aber der Schweinereiter ist Level 6, kriegt trotzdem mit raus. Schaffen ist Skami an der Ecke. Greif doch das scheiß Musketier an, du Bastard! Chef Strobel hat sich nicht unter Kontrolle. Chef Strobel checkt die Challenge hier auch gar nicht tatsächlich. Er spammt einfach nur noch Karten. Oh Gott, Alter, Mann! Oh, Big Spin guckt nochmal auf die Abstimmung. Nachdem Berin hier komplett durchgestompt ist. Was? What? Du ziehst hier alles kaputt? Eine Sekunde dran? Das ist sie nicht. Das ist auch eine gute. Ja, Berin, stark. Beide Games gewonnen. Wo ist denn die Abstimmung? Chef Strobel, jetzt bist du wieder dran. Die Abstimmung ist jetzt hier. Big Spin stimmt jetzt noch so schnell selber für sich ab. So, die Abstimmung ist durch. 42% für Berin und 11% für Big Spin. 24% für mich, 23% für Chef. Die für Chef kann ich nicht nachvollziehen. Du stehst halt schon 0-2, das ist halt schon ein sehr hoher Einsatz. Neue Karten im Shop. Neue Karten im Shop? Friedhof. Ein Mega-Ritter vielleicht? Nö. Eine Free Silver Chest? Alter, mit Karten, die ich brauche. Das ist ja sogar gut. Dann go jetzt mal, die Leute warten. Ja? Ja, sich aus. Ja, du wolltest das Deck nochmal machen. Das Mikro sieht aus, als wäre es von Toys R Us. Haut hin, ja. Vier Männer, eine Kamera, ein Bett. Gut. Okay, jetzt bist du bereit? Ja. Es geht in die nächste Runde. Wir generieren das nächste Deck. Mhm. Chef 0-2, Big Spin 1-1, Berin und ich 2-0. Echt? Komisch, dass du schon 0-2 stehst, ne? Ja, so. Wir generieren das nächste Random Deck. Bisher waren die Decks ganz solide, da kann jederzeit auch der allergrößte Scheiß kommen. So. Ich drück. Ist doch das Gleiche. Ich zähl runter. 3, 2, 1, go. Oh, das ist schon nicht so gut. So, Giant Skeleton bleibt drin. Wir machen erstmal so die coolen Karten. Dabei ist noch ein Schweinereiter. Das ist eine gute Karte. So. Mini-Packer und Prinzessin. Das sind so die Karten. Die sieht man, denkt sich, ja, das Deck ist eigentlich noch ganz nice. Zu dem Zeitpunkt. Die vier Karten sind drin, gar kein Problem. Dann haben wir jetzt noch Karten. Ja, das war's auch schon mit den normalen Einheiten. Jetzt kommt nur noch Scheiß. Dann haben wir jetzt hier als erstes den Sepp. Das geht noch vollkommen in Ordnung. Dann haben wir noch einen Freeze. Dann haben wir noch einen Lightning. Oh Leute, das Deck ist echt nicht so nice. Das Deck ist so schlecht, da müssen wir ganz genau beobachten, wer schafft hier überhaupt einen Sieg. Und dann ist noch ein Bombenturm drin. Jo, der ist bei mir unterlevelt, den grade ich ab. So. Ja, das ist das Deck. Eure Meinung bitte in die Kommentare. Reihenfolge ist... Achso, ich kann es hier nochmal hochzeigen. Reihenfolge ist... Big Nein, falsch. Chef Strobel fängt an, dann Big Spin, dann ich und dann Berlin. Ich gehe rein. Chef Strobel geht rein, du stehst... 0-2. Das eine Sieg hast du dir erschummelt. Wenn ich jetzt vor euch den Quarterback bekomme, dann wissen wir das aus. Hier schreibt jemand, das Deck geht voll klar. 4.3, ja. Vier Karten, drei Zauber, ein Gebäude. Das 4.3 Schweinereiter-Deck, man kennt es, hast recht.
Wir drücken bei Chef Trube auf Zusehen. Ich will dich nicht großartig unter Druck setzen. Wir spielen hier um eine Super Magical Chest, die der letzte Platz an den ersten Platz abdrücken muss. Du liegst 0-2 hinten. So. Was macht der? Das Schlimme ist ja, dass dieser komplette random Move einfach auch noch klappt. Was macht denn dieser Mini-Packer? Hat er geklopft? Was? Hat er geklopft? Der Music-Master sagt, er ist vor der Tür. Lol. Die Prinz. Ich habe kein Problem, aber. Chef Strubel, da hast du einen Seelenverwandten getroffen. Wie ist es damit, gegen ihn zu spielen? Ich fühle mich so ein bisschen wie beim Champion Face-Off gegen Big Spin. Nichts verstanden, ich bin total genuschelt. Ja, der hat einen Big Spin. Ja, ja. Ruhe jetzt hier mal, ich muss mich konzentrieren. Okay. Okay, ich hab meinen Turm wegen euch wieder. Der Turm ist down. Ich dachte echt, du hast safe gewonnen, aber der Gegner wieder, der die Koboldfässer, Koboldfass und dann noch raged. Die Prinzessin kann seine Kobolde one-shotten, weil seine Kobolde sind extrem unterlevelt. Den Freeze hat niemand verstanden. Der Freeze, der war erste Sahne. Ich hab keine Karte auf Deck, was soll ich denn machen, Mann? Also das, was du hier... Also, das ist hier wieder eine Valkyrie auf 5. Du hast hier wirklich so Glück, das ist mit Abstand das schlechteste Deck aus dem heutigen Abend, aber... Der Gegner ist einfach so ein WTF-Gegner, ne? Der hat mich überrascht. Chef Strobel, Alter. Was ist denn hier los? Hier wird geklopft. Hier kommt jetzt das gesamte Team rein. Wen haben wir da? Hä? Ist doch. Er ist weggelaufen. Boah, hast du meinen Bombenturm gesehen? Hey! Music Master ist mit dabei. Kommen immer mehr Leute dazu gejoint. Auf Deutsch. Zu Deutsch der Musikmeister. Genau so. Alter, guckt euch an. Free Crew an der erste für heute. Das gibt schon mal 2 extra Punkte. Ich glaube, ne? Das war ganz schön sicher. Das war nicht verkehrt. Ja, das war, der Gegner war aber auch einfach. 5er Valkyrie war schon ein bisschen reingefailt, ne? Schauen wir Big Spin zu. Hier schreibt jemand 12-0, danke Berin. Warum schreibt er das? Ja, der eine hat. Ja, mit dem, der Kostüm gespielt hat. Ach so! Er macht gutes Spiel. Lol. Er haut 0 Picks, der kriegt einen Free Win. Was? Warum? Der macht den Picks. Er haut 19, der wird unser gutes Spiel. Was? Stopp. Er kann spielen. Er hört auf die Berin direkt. Was kriegt ihr denn für Gegner, Mann? Ich hab hier ein entspanntes 2-0. Natürlich zählt das. Natürlich zählt das. Chat, zählt sowas? Jetzt mal ehrlich, Chat, ihr seid jetzt gefragt. Du hattest doch selber gerade einen Free-Win, Alter. Der war ja noch schlimmer als AFK. Der war unterlevelt, Alter. Er hat gut gespielt. Leute. Sein Level hat er. Leute, Chat, zählt das. Alle schreiben, ja, zählt. Ist ja auch ganz normal, dass es zählt. Ist wirklich so. Was soll denn das? Der Sturm hat der Schiss, ist ja wirklich kein Rausdruck. Ich wollte einfach ein bisschen Druck machen, dass ich ein bisschen Druck habe. Ich wollte ein bisschen Druck machen, dass du ein bisschen Druck hast. Chris sagt 12-0, danke Berin, weil er ihm den Sieg geschenkt hat, der neuen Sieg. Mhm. Deswegen. So, ich bedanke mich bei dem, der das Ganze organisiert hat hier, vielen Dank. Er sagt zu mir, ich nuschle, macht Bedanken. Nee, das war gut ausgesprochen. Was ist das denn? So, jetzt bin ich dran hier, das Mikrofon kann ich wieder halten. Nee, gib mir weh. Du hast gerade davor gehabt, so. Der Meister wieder. Ich sehe, Mike. Die Hälfte Alter, wir sind von 5.500 auf 7.000. Das ist natürlich selbstverständlich. Ich kann dir nochmal gerne Zahlen lernen, beibringen. Zahlen lernen, beibringen. Das Deck ist echt bescheuert, wenn man hier auch nur einen Gegner hat, der in Ordnung spielt. Hurrikan bei, hau rein, du altes Haus. Wird's richtig hässlich. So. Gib Berin das Mix. Mix. Das Mike. Ist da was Setbares? Leute, Music Master will hier beitreten. Ja, lass ja mal rein. Alter, Music Master, ich hab bessere Trophäen als du, Bro. Das versteht er. Ich möchte jetzt bei der, glaube ich, lauter loslaufen. Ja, weil er weiß, dass er untergeht gegen den Chef. Es riecht nach einem Champion Face-Off hier, oder was? Ja, ich glaube, lange. Ich gegen alle drei hier. Leute, ich muss es wissen. Das müssen wir auch noch machen. Ich würde sagen, wir müssen Musik dazu oder nicht nachher gleich jetzt?
Ich finde, wir machen noch ein... Keine Ahnung, die haben ihm nur gesagt, er soll nicht reinkommen. Okay, Niklas. Ein Champion-Face-Off machen wir später noch. Oh, Niklas. Hat sich ja weit aus dem Fenster gelehnt. Ich würde sagen, der Probe kann... Alter, wenn ich hier gewinne, dann melde ich mich direkt morgen an und ich sag den Leuten hier, ich bin kein Caster mehr. Guck dir diesen Freeze an. What? War das geil? Das war der erste oder letzte gute Freeze in meinem Leben. Also ganz ehrlich, so sehr ich Max verabscheue, dieser Freeze war nicht schlecht. Ja, der war wirklich gut. Oh, ist das geil. Das genießt... Du hast einen Level 5er bei Küren, Dude. Das genieße ich gerade. Big Spin. Olympia Union, danke für den Union. Lol, er hat 4000 Trophäen gehabt. Gewonnen, ja. Pampers Big Spin wieder am Ansagen machen. Music Master. Blöd, man kann nicht mal Music schreiben. Alter, ich flame hier alle. Chef Stroh wird beim Turnier der Endgegner. Danke, Bro. Er hat endlich verstanden. Boah. Ohne Witz, der Gegner ist einer der besten bisher. Ja. So von den Gegnern. Max gerade, boah. Aber wenn du jetzt da hinten einen Schweinereiter bringst und dann freest, hast du das Game. Oder den Lightning. So, das hat er. Naja, Lightning war dumm, weil jetzt Fokus der Turm wieder den Schweinereiter. War richtig. Oh mein Gott, der stärkste Spieler angeblich. Angeblich der stärkste. Bester Mann, danke als Chiller, Bruder. Na, Stroh, wie geht's? Fluttershy, wie geht's dir? Stroh, hast du eigentlich schon gespielt? Ja. Gewonnen? Ja. Der Typ hat mit Valkyrie und Skarmi gespielt und ich hab gewonnen. Ich hab's aber angekündigt. Na, du kannst aber noch Lightning. Guck mal, jetzt kommt ja wieder der Max aus ihm raus. Lightning cyclen, wir sind es gewohnt. Der gute alte Schwächling Max ist auch wieder back am Block. Strobel Ehrenmann, danke mein Freund. So richtig stilvoll zum Ende, dass der merkt, dass er scheitert hat. Der Chef wird unterschätzt, ich seid nur das Ranking in den USA, er wird es Ihnen zeigen. Danke. Guckt ihn euch an. Man kennt ihn aber schon, warte mal kurz. Wer kennt ihn? Max ist kein Fan davon, dass man mit Raketencycle gewinnt, aber er langweilt die Gegner zu Tode mit einem Lightning in den Turm. Was sagen Sie dazu? Rakete ist ganz anders als Lightning. Ja, Berin. Berin, sind Sie aufgeregt? Klar. Ein aufgeregter Berin hier. 2-3. Lol, okay. Berin mit einem ultimativen Handicap. Und Free Muskies. Boah. Okay, er hat Lightning dabei. Was für Free Muskies. Aber sein Bombenturm ist noch auf 5 und sein Giants Skeleton auf 2, also. Ja. Das ist. Oh. Warum? Echt, ist der Bombenturm? Ey, Berin ist wie ich, er sagt auch einfach nach 10 Sekunden, ich hab verloren, das mache ich auch immer. Blöd ist nur, dass ich heitere, weil wir gehen aber nicht. Oh, damn. Das sage ich aber auch oft, aber ich gewinne noch, weil ihr kennt mich ja, ich bin der Comeback-Strobel. Ich brauche eigentlich jetzt mal das Mic. Ne? Gleich, ich muss noch eine Frage beantworten. Tauschchef mit dem vom. Was? Mit Berin vom Sitzen? Ich kann dem Chef seine Visage nicht mehr sehen. PS Trimax hat's nur einmal getried. Hä? Macht absolut Sinn, danke Bruder. Chef, Bettzeit war vor 3 Stunden. Mhm, ja. Ich verstehe nicht, mach deinen Mund auf oder gib das Mikrofon weiter. Ich bann dich jetzt. Wir sehen uns dann in 2 Wochen wieder. Berin ist so unterlevelt. Warum spielt Max nicht, weil er macht immer nur Pay-to-Win. Wie kann man sich so ein Handicap hier geben? Und es klappt auch noch irgendwie. Was ist das denn? Das ist so krass. Oh, nice. Bombe, schön. Sind die Fledermäuse wieder nur Level 7? Nee, Max auch durch die Deutsche. Der spielt einfach die unterlevelsten Karten und die Gegner schaffen es noch weiter unterlevelt zu sein. Golem. Ich sag mal so, wenn Berin jetzt verliert, liege ich hier vorne, ne? Stimmt das?
Giants Skeleton Level 2. Bombenturm Level 5. Schön unterlevelt. Das ist die Frage. Warum hat der noch einen Hawk? Oh, 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 Alter. Alter, wie spielt Berin hier? Ich hätte ja schon dreimal gedacht, dass der Turm fällt. Das ist natürlich fies. Ich hatte mir jetzt hier echt Hoffnung gemacht, dass ich jetzt hier als Platz 1 stehe, aber... Alter, das Giant Skeleton fällt einfach nur um. Das kann ja gar nichts auf Level 2. Da wäre ich der Typ, ich würde einfach mit Zer aufhören. Mit einem Giant Skeleton. Oh, good game. Und das ist es. Okay. Berin gewinnt das auch, egal wie unter Level seine Karten sind. Das macht er problemlos. Einmal eine ganz, ganz, ganz starke Defense. Der Caster, der Experte, der Pro und der Strobel. So. Es ist Zeit für das nächste Deck. Es ist Zeit für das nächste Deck. Seid ihr ready fürs nächste Deck? Alter, ist ein iPad curved. Seid ihr ready fürs nächste Deck? Ja, los. Ich will es einmal klicken. Okay. Warte, du musst da. Stopp, stopp, warte, warte. Nächste Runde. Nächstes Deck. 3, 2, 1, go. Alter, was würfelst du denn da? Damn. Das macht gar keinen Sinn. Alter, das, ich sag, wenn auch nur, nein, wenn auch nur einer von uns damit einen Sieg schafft, dann lache ich, dann lache ich. Leute, nicht das Deck verraten, ich bastel es zusammen. Ich bastel es zusammen. Ganz krank, ich bastel es zusammen. Zuschauer, ihr müsst sagen, wie ihr das Deck findet. Kann man damit überhaupt gewinnen, ja oder nein? So, Golem, ich würde sagen, wir tun erstmal die Win Conditions rein, damit ihr mal so ein bisschen seht, was das Deck so auch in der Defense drauf hat. Golem Friedhof. Ist ja schon mal ganz nice. So, dann, das reicht natürlich nicht für Win Conditions. Da haben wir noch einen Kobold fast dabei. Aber das reicht natürlich immer noch nicht. Und weil es so gut harmoniert, tun wir noch den Royal Giant rein. Das sind hier schon mal die vier Karten. Schon mal mega nice. Dann haben wir halt noch, weil das Deck schon verrückt genug ist, nehmen wir direkt auch nochmal zwei Spawner mit. Dann haben wir als einzige normale Karte eigentlich die Minions, wo es zum Glück keinen Konter oder hoffentlich keinen Konter geben wird. Und dann noch das Holz. Das ist schon sehr schlimm. Chef Strobel fragt hier schon tausendmal nach, ob wir rerollen können. Das Einzige, was du machen kannst, du kannst jetzt noch ein Game machen. Wenn du verlierst, bist du raus. 1-2 stehst du. Berin steht 3-0, genauso wie ich. Und Big Spin steht 2-1. Hier wird nicht gerollt, hier wird rausgeflogen. Okay, Chef Strobel ist drin. Wer es schafft, damit einen Sieg hinzulegen? Chef Strobel, hör auf. Im Film? So, wir gucken zu. Im falschen Film. Alter, ich bin gespannt. Okay. Elite Barbaren gegen Ofen. Da kommt direkt erstmal die. Worauf wirft er die Rakete? Nur auf den Turm. Interessant. Also das war jetzt so ein Zug vom Gegner, da kann man sich schon mal WTF denken. Kommen da nicht gleich die nächsten Fire Spirits? Ja. Alter. Chef Strobel hat wirklich vor dem Game 8-mal gefragt, ob er rerollen darf. Ich glaube, er hat keinen Bock auf das Deck. Ja, Chef Strobel hat sich bisher wirklich noch auf die einigermaßen sinnergebenden an sich Komponenten in Royal Giant eingeladen. Was willst du denn Hacker machen? Ich fände das immer lustig, der Strobel sieht 1000 Damage vorne und rollt rum. Ja. Also das ist wirklich ein sehr, sehr vorsorgliches Ausredenmanagement. Der Golem explodiert sogar noch am Turm. Das ist schon der Turm. Alter, ich kann's nicht fassen. War es der letzte Goblin-Gang in den explodierten Golem rein? Und dann die Spear... Alter, was ist das für ein Gegner? da lacht er selber nur, da kann er gar kein Argument mehr bringen. Vielleicht sagt er wieder, ich bin Chef Strobel, ich bin so stark. Oh, alle sagen, es rauscht ganz doll. Oh, was ist hier los? Warum rauscht das? Das soll nicht rauschen. Mikrofon. Test, Test. Da. Test. Was ist wieder wegen Chef Strobel? Da nuschelt er da einmal rein, dann geht das ganze Mikrofon kaputt. Oh. Ich hoffe, es rauscht jetzt nicht mehr. Hat der Gegner
eigentlich irgendeinen Move, der irgendwas bringt? Ich check den Gegner nicht, der spielt ja wirklich... Der spielt alles nicht. Ich kann es nicht fassen, dass du mit so einem Scheiß 3 Crowns und dann predicted er auch noch dein Golem. Ich bin so im Film drin, Leute, ihr könnt gerade gar nicht abwarten, wie ich im Film bin. Was? Das sagt man nicht, das ist keine Redewendung. Ihr könnt gar nicht abwarten, wie ich im Film bin? Das ist ja komplett dumm. Es gibt nur einen Menschen, der mit diesem Deck einen Freecrown geschafft hat, jemals, und er nennt sich Dominic alias aka Chef Schmuck. Alias aka. Alias aka, Alter. Wie kann man so ein Film sein wie ich? Das kann nicht sein, mit den Easy Wins nimmst du nicht mit und jetzt, wo es drauf ankommt und du das Mistdeck hast. Die Leute, die für mich gewollt haben, ohne Witz, kommt in meinen Chat, ihr könnt Freecrown. Leute, X-Fin, macht jetzt ein Ding. Ich spiele gegen Ava D aus Cry Cry. Hoffentlich werde ich jetzt. Machen. Nein, der hat einen Fail-Sieg gemacht. Einen Fail-Sieg gemacht, hat noch gespielt. Der dachte, wir spielen jetzt wirklich die ganzen Games das erste Deck durch. Ist der dumm oder ist der dumm? Mit einem Deck. Mit einem Deck, richtig spannend, Alter. Ja, das war ein Sub bei dir, danke, mein Friend. Ein Sub auf deine Nacht. So. Ja, der läuft ein Feuer auf die Hütte. Hast du noch eine? Ich glaube, das Deck ist gar nicht so schlecht. Bis Max kommt. Oh, ey Leute, ich krieg bestimmt so einen richtig üblen, ey. Ja. Ich bin zu geil mit eurer Aussehen. Was sagst du so? Problem ist halt wirklich, der Typ steckt jetzt ja einfach seinen. Also spielt der Magier, den wäre ich ja nicht. Oh los. Gott, er spielt einen Ritter davor. Dahinter. Kommt noch irgendwas für Luft davor? Bitte? Was? 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 Er setzt ihn in die Minions. Ja, aber schreck doch, wie gut das ist. Hab ich noch nie gesehen. Der Strobe, der Typ spielt einen Inferno. Pfeile für ein Minion. Pfeile für ein Minion. Der Big Spin Move des Jahres. Der Big Spin Move des Jahres. Ja, finde ich auch. Also Leute, wir kennen das ja nur, als ich mal Big Spin eingeladen habe. Da hat er gesagt, Leute, das macht ihr. Nicht zu traden, aber... Pass auf, was ich so klar. Das ist brutal. Das ist unter aller Frechheit, wie man sie bekommt. Unter aller Frechheit. Du haust hier die Sprüche raus, die gibt's alle gar nicht. Das ist jetzt schon der 8. Spruch heute Abend. Ja, was ist denn das? Unter aller Frechheit. Unter aller Frechheit. Unter aller Würde oder eine Frechheit. Oder ja, es kann auch ohne der Frechheit sein, dann ist es niveaulos oder so. Unter aller Frechheit. Es gibt, der Strobe sagt. Also, ist du das? Was? Das? Oh, Mick Spin. Alter. Ich cry cry, Mann. Ich cry cry gleich. Ey, guck mal, guck mir das an. Boah, Feuerball und Ballonbombe. Nein, was macht er? Was macht er? Er kackt sich in die Hosen. Was hat er dagegen? Er hat dagegen nichts. Er hat nur einen Ritter und Pfeile. Ritter und Pfeile. Kommen die Pfeile. Kommen die Pfeile. Kommen die Pfeile. Wo sind die Pfeile? Nee, der nervt. Der nervt, der Gegner. Der ist mir so richtig unsympathisch, der Gegner. Der hat sie doch! Guck mal, er freest das, ich kotz. Der freest ein Skelett? Das ist der Knochengruben Big Spin Number One. Knochengruben Big Spin Number One. Warte, kann ich stoppen? Der Ballon war auch ultra nice. Ich weiß nicht, wie schlecht man spielen kann. Dein Gegner war doch noch viel schlechter! Also bitte. Max, eine Pfeile auf einen Minion. Ihr kriegt aber auch die Gegner, Mann, ich hab hier doch den Snoop Luck. Snoop? Ich muss gar nichts machen, da hätte auch mein Bruder spielen können. Der Schnurbel, oder? Jetzt mal bitte auf. Ja. Oh, Alter, Mann, was hat denn der für Matchups? Ich bin schwerer in dem Game, aber schiebst du nicht bitte immer auf die andere. Also, wenn ich jetzt einen normalen Gegner kriege, bin ich richtig sauer. Der ist Mike. Wünscht alle Max einen schweren Gegner, ich guck da jetzt mit zu. Ich hatte eben schon den einzigen richtigen Gegner. So. Nicht? Nee, der Noob ist erster. Ich gehe weiter in komplette Free Wins. Okay. 3 zu 0 stehen, ich will das hier weiter fortführen. Oh, das Deck ist halt echt. Drück auf Battle. Wünscht mir Glück, Leute. Bilal Abouchaka. Brummt wieder Mikrofon rauschen. Muss das Mikrofon gib mal jetzt her. Max, mach mal die moralische Abstimmung. Nein, warte, ich heb's jetzt so. Ich mach's so. Kann ich nicht? Danach kannst du Behring kommentieren. Ihr seid ja Bros. Ja. Im Geiste. Wieder Fake Elektromagier. Max Style. Oh nee, Alter, nicht so ein. Flatter, ich bin. Och Gott, oh Gott, oh Gott. Wo läuft das hier also? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Minion-Kombination, das muss ich mir lassen. ich könnte weinen. Existiert in der Form auch nicht. Ja, er sagt, er flamet mich. Aber
Er ist selber einfach nur ein Stück Brot. Das muss man. Unter aller Frechheit. Ja, das gibt's trotzdem. Das hat unter der Frechheit. Unter aller Frechheit. Was spielt der Gegner denn? Wenn ich das verliere, bin ich sauer. Okay, unter der Frechheit. Ey, ein Giant Skeleton Level 3. Der Locker machen die auch gerade die Challenge. Wahrscheinlich. Das ist ein zweiter Bild. Diesmal habe ich alles. Guck mal, was ist das für ein Magier? Und ich will einen Cut spielen. Oh, was? Damn, was ist das für ein Kobold-Fass? Ich muss das wieder das Geld nicht down. Das war gut. Das war so das mega war das Einzige, was ich machen konnte. Kacke. Das war. Also, du meinst, dass ich spielen können. Dein ganzer. Was ich geil finde, der hat auch alles gegen seinen Lava-Ding. Seine Lava-Pups. Warum Lava-Pups? Meine Fire Spirits. RIP. Der Bowler räumt halt da alles auf. Eine Karte fehlt noch, Max, das kann ich dir schon mal sagen. Wird wahrscheinlich die Rakete dann sein. Glaubst du? Ey, wenn das ein Friedhof ist, wäre das dümmste Deck, was ich je... Das ist so witzig. Ja, das hat was als Flash. Das hat was als Flash. Das war's dann, oder? Nein. Mach da nicht, hat er keinen Bock. Digga, Mann! Leute! Oh, nee. Der hat auch nur Rage. Glaubst du? Nee, das ist. Also, gegen was wir hier spielen, ist schon frech, oder? Alter, der wird von oben zerstört. Für Goblin hat. Guck dir die Goblin Game schon wieder an. Das sieht hier recht sicher aus. Bin ich überhaupt besiegbar in dieser Challenge? Ja, ich höre das Mikro halt. Ja, alle sagen, ich soll das Mikro anders halten. Deswegen habe ich es so, aber ich kann es auch wieder. On and off. Hoffentlich ist es jetzt besser. Ich hab nahezu keinen Schaden kassiert. Ist das frech, gegen was hier Max spielen darf? Ist das frech? Hier können wir dem Loser zuhören. So, da sehen wir eben eine recht einseitige Partie von dem guten Max gesehen haben. Was nicht zuletzt daran lag, dass der Gegner eine recht gewöhnungsbedürftige Performance an den Tag gelegt hat. Sehen wir jetzt nochmal Berin. Steht solide 3-0. Ich bin gespannt, was jetzt hier bei rumkommt. Wir haben alle mit. Ich habe am Anfang noch gesagt, wer mit dem Deck gewinnt, ist krass. Wir haben alle gewonnen, aber die Gegner. Mauricio Silva. Mauricio Silva. Was findest du? Was? Oh, dein Tita. Magier kommt hier direkt an der Brücke. Gar kein schlechtes Play, beziehungsweise am Fluss. Interessantes Holz. Okay. Ja gut, der Magier wird natürlich hier nicht viel machen. Birin hat natürlich hier mehrere Win Conditions gleich, das heißt, er ist extrem flexibel, ein sehr, sehr gutes Deck haben wir am Start. Und natürlich müssen wir sagen, Royal Giant und Golem. Royal Giant und Golem. Royal Giant und Golem, was setzt du gegen den Packer? Das Ding ist, aber er hat ihn ja schon... Oh, Birin, ich möchte gerne kurz... Ja. Oh, er raged noch. Damn. Das ist, ey, so, wie kannst du... Ist das gut? Wisst ihr, was das heißt? Ich will eigentlich gar nicht aussprechen, was das heißt. Ihr wisst, was das heißt. Ja, da muss ich, glaube ich, nicht viel kommentieren. Ihr seht ja alle... Leider. Oh. Lol, was? Die war so eine Rakete dabei, ich komme überhaupt nicht drauf klar. Okay, eine mal Pfeile. Layman. Sepp und Pfeile. Ja. Sepp und Pfeile. Ich liebe diese Challenge. Oder ein Harry Potter. Da gewinne ich gegen Pros. Alter, das Koboldfass. Gegen den Magier. Und es reicht nicht. Es reicht nicht. Und der Magier finisht. Sauber. Ja, so. Ja, man holt jetzt hin. Durchgehend laufen mit diesem Deck. Warum heult er? So, das frage ich mich halt. Warum heult er? Das ist die große Frage. Die kompletten Noobs als Gegner. Wixpin scheint leicht fertig zu sein, ja, durchaus. So. Das nächste Deck. Warte. Wixpin macht das nächste Deck. Ich werde basteln. Kurz noch Punktestand. Chef Strobel. Zwei. Sicher? 2-2. 2-2? Ja. Wie viele Sieger hast du da stehen? Drei. Okay, dann bist du. Chef Strobel 2-2. Ich kann das gar nicht glauben. 2-2, Wixpin. Jude? Wie du stehst? Ich stehe. Muss ich kurz gucken? Alter,
3-1. 3-1. 3-1, Berin auch 3-1 und ich stehe, hier sieht man es nochmal, 4-0, damit bin ich gerade am Führen. Wir bauen das nächste Deck. Ich ziehe runter. Jawohl, gib dir das. Was soll ich machen? Ich meine, so und so. Und so. Weiß ich nicht. Mods, das ist natürlich auch. Machen wir erstmal so, ciao. Okay, so machen wir das. Was stand da? Mods, ihr müsst bannen, hier wird hart geschossen. Aber in alle Richtungen. Oh, jetzt. Ab Taste gedrückt hier. Lol. Ja, komm. Also, der ist ja noch online, ist kein Problem. Das Dashboard ist gerade. Vorwärts? Irgendein Flame, sagt stand da. Gegen dich? Ja, ja. Es stehen ja, ja gegen alle hier, aber. Hier sieht man den Chat wieder, okay. Jetzt kann Wixpin auf Random Deck drücken. 3, 2, 1, go. Oh Gott, was ist das denn? Okay. Ich find's interessant. Ich find's scheiße. Das ist entweder so ein kompletter Sieg oder so gar nichts. Wir basteln, das ist was. Ich sag, das ist ein gutes Deck. Zuschauer, sagt mal eure Meinung, was ihr davon haltet. Ich sag, das ist solide, sag ich. Berin, Experten, Einschätzung? Scheiße, oder? Das sieht aus wie so 6.0. Ja, das, ja. Ich zeig's euch mal. Es ist intens, sag ich mal. Alles oder nichts. Es ist, Hacker, Sparky, drei Musketiere. Vier Musketiere, Entschuldigung. Vier Musketiere, damit reicht es aber noch nicht. Das Deck ist immer noch eine Karte zu spielen, günstig. Es ist noch ein Friedhof, warte noch. Friedhof ist noch dabei. Dann natürlich noch, weil man in jedem Deck gute Gebäude braucht, einen Tesla und einen Ofen, habe ich gerade ausgepackt, Ofen. Und zu guter Letzt noch, damit man noch geile Plays raushauen kann, einen Tornado mit dem Sparky. Das ist das Deck. 5,3 Elixier Durchschnittskosten. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare und wir schauen ins erste Game von Chef Strobel. Darf ich rein? Yep, geht los. Ja, du stehst, Alter. Das ist entweder so, man geht komplett durch und 3-crown den Gegner oder man kriegt so richtig was ab. Was denn? Er war Ding CCGS in Amerika. Nein. Top 6. Nein. Bitte. Ich weiß, er spielt X-Bogen. Hat er ja auch in CCGS auch mal gespielt, ne? Ja. Komm. Ja. X-Bogen ist da. Nancy Poison habe ich verloren. Ja! Ich hab verloren. Sowas von verloren. Vier Musketiere, alle im Poison gestorben. I like me better when I'm with you. Was macht der da wie cringy? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Was ist? Da gibt es bei einer weißen Gruppe immer einen großen Ausblick. Was haben wir hier? Ja, die Pros sind schon länger hier. Was habt ihr denn sonst abends immer gemacht? Ihr freut euch, dass wir hier sind, ne? Ja. Ja, das ist immer so eine Sache. Der Tesla ist ungeil. Ruhe. Was ist denn das für ein Tornado? Ruhe, ich muss mich konzentrieren. Schieß! Schieß! Dumme. So. Du weißt, was geil ist? Gar nichts, weil dein Bowler hat. Bowler gegen deinen Ofen. Sonderlich viel Schaden hast du noch nicht gemacht. Dein Deck ist sehr stark im Late Game. Willst du uns das noch zeigen? Yes, Mann. Ich bin der allerbeste Spieler, den diese ganze weite Welt je gesehen hat. Glück, das war, wollte ich, Alter. Das wolltest du, das Glück hat es dann doch ausgeführt. Was? Ich verstehe diesen Tornado nicht. Darf ich so welche Gegner auch haben? Wo hast du die her? Der Primark. Da fängt er die Tanks an der Brücke ab, dass der Gegner keinen Friedhof setzen kann. Der Gegner setzt ihn aber doch. Scheint ihn dort nicht großartig zu interessieren. Der baut sich hier, ja. Ich baue eine Stadt für dich. Das ist der Strobel. Das ist... Oh.
Fuck, er fängt alles ab. Ich hab verloren. Da kommt von hinten von Biri ein nicer Graveyard direkt an Chef Strobel. Was sagst du zu den Kommentaren? Nicer Graveyard an der Situation, kein Schaden verursacht? Ruhe. Ich hab verloren. Wie hätte ich das gewinnen sollen? Danke. Okay, du hast jetzt so komisch gespielt. Wegen dir ist Music Master jetzt gegangen. Eine andere Frage, wie ich das gewinnen sollen. Und es ist was verloren. Deine letzten drei Gegner waren richtig chillig eigentlich, ne? Mann, das ist eine Enttäuschung. Ich habe gute Spiele gespielt dann. Mein Geld. Ja, das ist nicht mein Geld. So. Hätte ich durchlaufen lassen müssen, glaube ich. Das kann nichts werden mit dem Deck. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Jetzt spielt Big Spin, dann spiele ich und dann spielt Berin. Ich traue uns da einiges zu. Wir drei Pros können da schon das Maximal aus dem Deck rausholen. Oh. Der ist zwar nice. Nein, der wird eh nicht schnell sterben. Ähnlich schnell schmelzen wie der Mega, oder so. Müssen wir leider so auf den Fliegen lassen, weil wir nicht so wunderbar. Geht klar. Können wir natürlich jetzt sogar Musketieren spielen, werden aber nicht, glaube ich, auch nicht so. Hier schreibt mal Berin nach vorn. Berin, nimmst du hier bitte Platz? Bist du hier mit Platz, wir werden spielen. Bist du vorbereitet? Chef Strobel, du wirst morgen dein Champion-Face-Off haben wir gerade beschlossen. Gegen Berin, Music Master und Big Spin. Jeweils ein Best of Three. Nice, bin ich dabei. Ja, Music hat dich herausgefordert, aber du hast nicht. Chef Strobel hat es nicht realisiert. Oh. Eben gerade. Der hat dreimal gefragt, ob du gegen ihn spielen möchtest, aber du hast ihn irgendwie auf dein Tablet geguckt, Mutiger. Chef Strobel. Ja, nächstes Mal. Nächstes Mal. Wo? Krank, das hatte ich noch, den Bug hatte ich noch nie. Und ich hatte wirklich schon viele Bugs. Wer gewinnt gerade? Bixby liegt vom Schaden vorn, macht das hier sicher. Spielt gegen Lockbait mit Mega-Ritter. Wir müssen halt ein bisschen relaxen auf der Ende, dass wir nicht zu viel sind. Ach, wir haben ja seinen kommenden Arsch. Ich sehe den ganzen Tag an Schuhe, das sieht so nicht zu viel. Du hast immer noch Schuhe an? Ja. Chef Strobel, kein Wunder, dass du. So, jetzt bin ich bereit, ich melde mich wieder, wenn ich 19 siege. Er ist jetzt im Tunnel. Wir haben leider unser Hotel nur bis zum 4. Dezember. Oh! Chef Strobel! Ich bin vom Gegner zwar nicht komplett überzeugt, aber er macht keine herben Fehler. Big Spin spielt das hier nicht verkehrt runter. Und scheint so, als würde die Taktik funktionieren. 4 AP, der Turm fällt. Okay. So richtig abhängen kann ich dich hier ach nicht. Achso, das ist ein Tablet, ja. Ich habe das falsch schon, weil da gerade mein Ladekabel dran war. Hier? Ach, Grüße, moin, ja. So. Chef Strobel fliegt raus. Ich bisher ungeschlagen. Kann Berin außer Deutsch noch welche Sprachen? Ja. Okay. Intensives Interview. Okay, ich spiele das nächste Game. Das ist das Deck. Hoffentlich kann ich irgendwie die Gegner kontern. Bisher bin ich hier gerade noch Platz 1. Da muss ich sagen, gegen Berin und Big Spin. Berin kommentieren. Möchtest du kommentieren? Welches Game? Max. High Quality. Klar. Das ist ja High Quality. Da kommt ja schon mal der nice geiles Mikrofon, ne? Ja. 15 Euro bei Saturn. Locker, der kriegt eine Rakete. Das wäre so gemein. Sieht aus, als würde er ein echtes Deck spielen. Nein, oh. Doch nicht. Oh. Immerhin hat er den Sepp.
Das hat sich natürlich gelohnt. Alter, wann ist Musketier nicht zugeschlagen? Doch, die machst du schon. Was spielt denn der? Achso, Mann! Ich krieg hier immer die Schwitzer Matchups. Der hat eine Rakete dabei. Oh ja, das. Hartes Matchup. Oh. So, hier muss ich müssen zuschlagen. Was? Ist der Inferno-Turm an? Der? What? Ah, der fällt um, der fällt um, der fällt um. Was? Alter! Was ist denn das? Inferno-Turm? Harry Potter! Harry Potter wie ein Leibchen. Sepp! Ich hab noch keinen Schaden verursacht. Du wirst hysterisch. Also mit Bait würde ich schon gerne gegen das Deck spielen. Oh, scheiße. Ich sag's doch, der hat nur eine Rakete dabei oder so. Der hat schon 8 Karten gespielt. Ah, dann nicht. Aber neuer. Oh. So, schön lange warten. Na, der kriegt noch mit. Oh. Nichts. Nicht gegen mich. Darf ich diesmal seinen Inferno-Turm für dich? Mit dem Packer? Ach scheiße! Oh! Was ist das? Was ist das? Hat funktioniert? Ja, war aber glaube ich nicht so funktioniert, der so stark kann. Sollen wir gerade nicht hinkommen. 3 Maskis in einer Lane gegen 50 Spells ist. Der Packer kam noch. Das war eine Idee. Ja. Stirb doch einen Hit noch vom. Jetzt kommt wieder der Inferno. Oh, da kommt kein Inferno mehr. Das sieht so aus, als wäre das entschieden. Geil. Ich bin einfach begeistert. Ja. Ganz sicher. Alter, Leute, unbesiegbar in der Challenge. Chef Strobel. Komm, ich spiele. Ja. Gewonnen, 5-0. Echt? Ja. Mit was für ein Deck? Ja, mit dem Deck, mit dem du gerade rausgeflogen bist, oder nicht? Also hast du damit gewonnen? Natürlich. Ja, starten wir. So, wir schauen Berin zu. Wie viel? Du hast eine Niederlage. Berin auch. Okay, in Niederlagen kann man das Ganze ganz gut immer sehen. Ja. Chef Strobler 3 schon. Warum spielen wir denn alle Minion? Das ist so richtig eine Scheißkarte in der Challenge, weil die einfach, wenn man jetzt keine Pfeile hat, er klont sie sogar nochmal. Okay, hält sich noch. Das Mikrofon rauscht, schreibt hier, ich steck's nochmal raus und rein. Und rein. Hier auch. So, könnt ihr mich überhaupt noch hören jetzt? Test, 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 ja. Wir gucken wieder weiter zu. Ja. Die Minion heute schon nice, vor allem mit dem Klonzauber, wenn man da nichts großartig hat, ebenso gegen das Koboldfass. Das Matchup ist on point. Hier schreibt ein Zuschauer, Berin, die Autokorrektur mag dich echt nicht. Berlin, Button, Bier, Bester und Biegen. Ist immer nicht Berin, kommt raus, ja. Habe ich auch schon immer, wenn ich das schreibe. Oh, das Kobaltfass wird komplett abgefangen. Alter, die drei Musketiere haben sich ja perfekt, perfektes Ziel gesetzt. Kann man sich das auch schon mal erlauben. Stimmt. Ah. What? Oh mein Gott. Nein. Lol. Zwei Musketiere überleben, der Turm fällt. Wie hält man jetzt noch die Minion-Horde auf? Oh.
So ist das perfekt. Mikro bitte so halten. Machen wir. Alter, du, wir haben aber auch viele Karten in den Schweinereiter, ne? Oh nein, der Klonzauber war seine letzte Hoffnung und hat er nicht geschafft. Hat er nicht geschafft. Haben wir nochmal Frustpfeile. Das Ding ist durch. Wir haben alle mit dem Deck gewonnen. Alle. Wir haben wirklich ausschließlich alle mit dem Deck gewonnen. Jeder von uns hat mit dem Deck gewonnen. Okay, das lassen wir so stehen. Ja, gut. Damit habe ich nicht gerechnet. Aber doch, ich fand es doch sogar. Ich habe doch am Anfang gesagt, das ist ganz geil. Damit kann man durchstompen. Wir schauen uns das nächste an. Ich stehe 5-0, die beiden stehen 4-1. Das ist keine... Alter, Leute, ich mache hier die 20 Siege voll. Das war... Ich habe mich erinnert. So. Ja, das ist die deutsche Uhr. Hier ist es 8 Stunden früher. Wir basteln das nächste Deck. Ich drück drauf. 3, 2, 1, go. Oh, man, was ist das denn? Das ist die Frage. So, es ist schon wieder ein Drei-Musketier-Deck. Diesmal irgendwie so richtig volle Pulle. Elite-Barbaren, Drei-Musketiere, Dark Prince. Dark Prince, Rakete, ist aber auch gut teuer wieder, ne? Ah, da kommt wieder auch ein Eiskreis, der macht es natürlich deutlich günstiger, genauso wie die Kobolde, das ist chillig. Elektromagier, Grundweg solide Karte. Gut, die anderen beiden beherrschen den ein bisschen mehr als ich, aber mal gucken. Und dann noch ein Megaminion, ne, geht sogar, die letzten Karten haben es dann wieder ganz gut rausgeboxt. Das ist das Deck, sehe ich das richtig? Ja. Das ist es, okay. Chef Strom ist raus, deswegen startet direkt X-Spin. Hm? Haust du rein. Rakete. So, wieder mal, ihr seid gefragt, was haltet ihr von dem Deck? Werder Bremen macht die Schande. Es ist gleich eine morgens ist Schule, aber ich will das gucken. Ja, ich weiß auch nicht, WTF. Das ist der provisorischste Miststream. Es ist 1 Uhr nachts, mitten in der Woche. Wir sind 5000 Zuschauer. Ich merke schon, ihr wollt gar keine Quality haben. Das hier tut's auch. Okay. Das habe ich letztes Mal. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt irgendwann gemacht habe. Elite-Barbaren. Elite-Barbaren. Die guten Alten. Elite-Barbaren, die Schweinereiter, das ist ewig her, dass man so einen Mist einsetzt, ne? Oh, alle schreiben, sie sind nur wegen Berin hier. Achso, okay, gut. Gut, dass ihr da so ehrlich seid. Der spielt ein richtiges Deck. Das erste, ich glaube, du hast jetzt 3 Matches hintereinander nicht die krassesten Gegner bekommen. Kann man so sagen. Kann man so sagen. Das scheint jetzt hier mal einer zu sein, der zumindest das Game schon mal gespielt hat. Executioner, Schweinereiter-Deck. Ah, die Elite-Barbaren sind aber auch nice, ne? Oh, der überlebt. Eisgeist, Kobold, der hat ja viel... Ja, die tun sich da schwer. Mhm. Die Elite-Barbaren werden auch nicht durchkommen. Gegen Eisgeist, Executioner, Ritter und Kobolde mit Holz. Das ist schwierig. Dark Prince ebenfalls. 2 Musketiere auf die rechte Seite. Kommt da jetzt nicht eine Rakete? Oh, 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 was ist jetzt hier los? Hat er doch keine Rakete dabei? Da kommt sie. Das war, es wäre im Endeffekt egal gewesen. Es wäre im Endeffekt egal gewesen. Das meinte Chef Strobel auch. Werder Bremen-Clan. Nice, das Holz. Let's go, tschüss. Bisher Gegner gar keinen Schaden kassiert. Flawless sieht er gegen dich aus. Bist du der neue Chef Strobel? Nee, ich habe nur eine Rakete im Deck. Wir gehen zu.
Der konnte. Er konnte. Das Game konnte er nichts machen. Der Gegner hatte gefühlt 8000 Trophäen. So, jetzt ist die Frage: Was schafft Biri mit dem gleichen Deck? Was ist? Ja, ich hab gewonnen. Stopp! Ich hab die Reihenfolge verkackt. Bin ich nicht nach Big Spin? Hast du nicht angefangen? Hast du nicht gerade gesagt? Echt? Du hast gewonnen? Stimmt, du bist. Ich hab gar nicht gespielt! Warum sagst du, du hast gewonnen? Ja, du hast es doch gesehen, oder nicht? LOL, und keiner sagt was! Chef ist raus, das hat die Reihenfolge auseinandergebracht. Big Spin, Trimax, Birin ist die Reihenfolge, egal. Umso besser. Der Letzte hat immer den Vorteil, weil er dann weiß, wie das Deck funktioniert. Hat auch keiner gecheckt. Also wirklich, hier sind 4000 Leute, keiner hat was gesagt. Da haben wir wieder die Frage, schlaft ihr alle in einem Bett? Ja. Ich und Chef teilen uns das Bett. Big Spin und Birin schlafen auf dem Boden. Bitte nochmal wiederholen, dass Chef raus ist. Er sagt, er macht jetzt hier die 19-0 und kommt dann hier live in den Stream rein. Chef Strubel? Schneiharden. Okay, dann wollen wir ihn mal gucken. Los für Max, Betrugsversuch vom Feinsten steht leider so im Regelwerk. Hashtag Ziegelofen. ist gut, ja. Hey, schon wieder mal ein Moment, please. Ja. Leute, überhitzt ihr Elgato oder was ist das für ein Scheiß? Da sind wir wieder. Perfekt. Zum beide Türme gleich viel HP. Du willst einfach mit Raketen finishen und alles verteidigen hier? Ich hab das vor. Da ist er wenigstens ehrlich. Was sind denn ständig diese Pfeile hier im Rücken? Leute. Wieder die Pfeile, die sind ja so bescheuert immer. Sind nicht mal zwei Rock. Oh. So. Das wird nochmal ein ganz knappes Ding. Perfekter Miner Predict. LOL, was hat der Dark Prince da gemacht? Zack, zack, meiner hält raus, jetzt braucht nur noch einen Poison, er braucht nur noch einen Poison-Spell. Das klappt nicht. Alter, da war nur noch 2 HP. Ganz, wegen 2 HP hätte die Rakete gereicht, ne? 2 HP, sonst hätte die Rakete gereicht. Leute, was ist hier los? Und ich hab jetzt. Ihr hattet jetzt beide. Die ganze Zeit down geht. Guck doch mal an. Du hast weggekriegt am Anfang. Update. Ja, das brauchen wir nicht. Wir brauchen einen jemanden, der das Mikrofon hält. Cool, bin ich dabei. Moin. So, hier steht jetzt. Ihr habt beide vorgelegt, sag ich mal. Ja. Ihr habt jetzt schon 6 Games. Ich habe erst 5. Lieg hier noch vorne. Alle Games gewonnen. Ich drücke auf Battle. Das ist das Deck, was gespielt wird. Ja. Ihr habt beide verloren, richtig? Ja, genau. Beide haben verloren. Big Spin und. Ich bin gespannt. Das stehen jetzt ja beide 4-2, du stehst 6-0. Wenn ich jetzt hier 6-0 hinlege, dann feiere ich mich ja richtig. Meine Time to Shine ist das jetzt. Guck mal genau zu, was jetzt hier gemacht wird. Scheiße. Meine Time to Shine, sagte der Max. Das war irgendwie, ich hoffe, ich kann counter. Oh, Eisgeist, gut verdickte für kleinen Kram. Oh. Ja, das war, glaube ich, sein Leute. Rechter Turm. Zack. Ist aber wieder so billig, wie er sich einfach durchsneaken kann mit dem Golem. Also der Gegner setzt ja einfach einen Golem ein, Max setzt Elite-Barbaren und Minions, das so ziemlich primitivste ein, was es überhaupt gibt. Frag das den Gegner mal, was macht er denn da? Was ist das denn? Bullshit! Fireball! Jawoll! Endlich mal einer, der es rafft! Oh nö! Ich wollte jetzt hier gewinnen! Ich auch schon. Was ist der Spiel? Ja, der hat echt so ein Ding. Jetzt hier gerade? Jo. Was machst du denn? Rakete kommt. Zu spät, das ist ein Skelett, macht genug Schaden.
Was ist das denn, Mann? Hä? Das ist richtig fies. Hast du gerade gehört? Was für ein Kack? Das war der erste Niederlage. Wer ist denn das? Der heult auch noch, der BMt. Was für ein Scheiß. Hätte ich mit den drei Musketieren Golem Giants Gelten irgendwie verteidigen können? Oh, Leute. Ja, Mann. Ihr habt es ja gleich geschafft. Ihr habt beide zwei Niederlagen. Alles klar. Leute, okay. Zeit für ein neues Deck. Oh Mann, wer war das denn, Mann? Der hat mir voll den Abend versaut. 6-0, ich hätte mich so gefeiert. Ich liege zwar immer noch vorne, alle mit dem Deck verloren. Aber ich habe ein Scheißdeck. Ja, stimmt. Das war's. Okay. Macht euch bereit. Nächstes Deck. 3, 2, 1, go. Schon wieder dann. Was ist das? Oh mein Gott, das ist wieder. Das ist wieder krank. Das ist wieder ganz krank. Okay, es ist wieder ein 4-Musketier-Deck. Aber das reicht natürlich nicht. Lass mal beim nächsten Mal bitte Reward, wenn wir jetzt wieder jeder Musketier mit drin haben, dann machen wir einfach so lange, bis wir die nicht mehr drin haben. Das stimmt, würde ich auch sagen. Es reicht natürlich nicht 4 Musketiere, das wäre natürlich zu low. Da muss man natürlich noch mit einem Spiegel nachhelfen, damit es auch mal ein paar mehr werden. So, dann haben wir noch einen Schweinereiter. Skelette schön günstig, das ist gut. Dann noch ein Mini-Packer, auch solide. Und was fehlt denn noch? Koboldfass und Baby Dragon. Okay, und ihr seid wieder gefragt, was haltet ihr von diesem Deck? Abstand. Oh, gut gesagt, gut gesagt. So, das ist es. Es kommt halt ganz doll das Gegner-Matchup an. Es kann gut sein, es kann aber auch richtig, richtig schlimm sein. Big Spin, Scheiße. Es wird halt das zu Hause nicht, nur diesen Mist-Laptop hier. Das ist ja richtig blöd. Klopp, Mann. Ich stehe neben euch im Reiterbuch. Wieder drin, aber es nervt. Also, da wollte ich ganz klar sagen, es nervt. Woran liegt das? Vor allem, es weiß keiner, das ist die Schwierigkeit. Wahrscheinlich an der neuen. Jeff! Ich will verbahnen! Hilfe! Ich hatte aber ein Problem, ne? Baby Dragon trifft. Oh mein Gott, es kommt wieder ein Freeze, aber das ist ihm egal. Nicht schlecht. Ah, ein bisschen. War aber auch teuer, du. Ja, das war noch Freeze und Pfeile gegen den Musketier. Oh, das war nicht schlecht, Billy. Hat er einigermaßen gut predicted hier? Oh! Oh! Ballon Schweinereiter. Deine Lieblingskarten. Oh, jetzt! Wenn er noch einen Hit rausbekommt. Oh mein Gott, wenn der Hit käme, dann Willkommen. Aber es kann er immer noch mal machen. Schweinereiter Freeze, den ist schwierig für dich aufzuhalten. Aber jetzt bestrafst du ihn halt für die Move, für die. Der Turm wird fallen, aber er kann noch auf den Three Crown gehen. Er kann noch den. Da ist er, das ist der letzte, den musst du aufhalten. Mini Packer ist da. Ein Hit, Freeze kommt. Oh mein Gott, was? Ich hab den Turm schon fallen sehen. Du wärst raus. Ich hab mich schon ganz doll gefreut und dann. Ich hab's gar nicht geahnt, du hast deinen Turm geholt. Jetzt bin ich wieder wach, Alter. Was? Oh, Scheiße. Jetzt bin ich. Oh, was ist los, Alter? Was ist los? Oh mein Gott, okay. Jetzt kriege ich hier die Zivilisation. Es ist hier 1 Uhr nachts im Hotel. Hier soll man schon mal schreien. Ich stehe 5-1. Ich mache das jetzt genau so nah. Wer will? Soll ich? Ja. Okay. Battle und go. Komm. Auch mal sowas. Ja, das war ein guter Gegner. Gegner werden jetzt besser. Diese Free Wins, die der Chef die ganze Zeit am Anfang Alter, bekommen hat, die gibt es jetzt nicht mehr, auch wenn Mann. Er sie nicht genutzt hat. Oh ja, da haben wir ihn wieder. Da ist er. Mach's gut. So, das machen wir hier rein und hier rein. Baby Dragon Kobold, was hat er eine Antwort drauf? So. Holz, oh, Holz, Alter. Das ist natürlich wie übel. Da kriegst du ziemlich viel Schaden ab, würde ich sagen. Poison Spell, aber du hast natürlich die da Musketiere, ne? Die sind am Start, die könntest du jetzt theoretisch spielen.
weiß ich, mache ich deswegen auch. Ich setze ihn nach vorne. Mhm. Stark, Nani. What the fuck? Oh. LOL, was? Alter, du wurdest gerade komplett gerippt von ist ihm. Was ist denn? What the fuck? Ich muss sagen, Max, das muss wehtun. Also mir persönlich würde das jetzt einen ziemlichen... Seine letzte Karte ist auf jeden Fall noch Tornado. Ja, ja, safe. Echt? Ja, Tornado. Und das wird halt nochmal übel für dich, ne? Weil du kannst nicht unbedingt den die Prinzessin wegklären. Und wenn dann Prinzessin Tornado ankommt oder Tornado Holz, jetzt hat er wieder Holz, gehe ich von aus. Okay, dann nicht, aber na gut. Später hat wahrscheinlich ein Lecker. Tornado Holz und Prinzessin. Genau. Und Poison, Poison ist der auch noch. Ne? Also. Wer denkt sich denn so ein Matchup aus? Das musst du. Kannst du morgen in Frage in Dingens bringen. In. Hat er jetzt echt einen Tornado? Lol, aber er fällt ihn, das ist natürlich chillig. Was wollte ich jetzt sagen? Ich hab komplett Faden verloren, keine Ahnung, da ist Brandleck. Ich wollte eigentlich gerade was sagen, aber irgendwie nicht angekommen. Ja, der Schaden von beiden, von dir hast, da hast du auf jeden Fall auch was ordentlich reingehauen. Mit dem Musketier, was dann noch übrig war. Die Prinzessin ist da als Spitze wieder die drei offensiven Musketierinnen. Ich weiß auch nicht, warum ich die spiele. Das frage ich mich ehrlich gesagt gerade auch. Der Gegner hat hier super effiziente Karten zum Deffen. Ritter hier, okay, meine gut. Hätte er auch anders lösen können, aber war auf jeden Fall ausreichend für die linke Seite dann. Gegner kann... Oh, jetzt hat er aber... Jetzt hat Max hier die Coronis. Drei Musketiere gesplittet und die zwei Musketiere logischerweise mit einem Poison Spell versehen. Dass die Princess sollte ihr den Rest regeln. Oh, überlebt das Ganze nicht. Das ist natürlich ein Stück weit ärgerlich. Aber da muss Max, da muss der Gegner definitiv auf Max aufpassen, dass er hier mit seinen zwei Musketierinnen nicht so viel Schaden rausbekommt. Sind auf jeden Fall trotzdem... Also sind ordentlich vertreten. Jetzt kommen meiner Fledermäuse auf der rechten Seite. Was macht Max dagegen? Das ist die große Frage. Max verliert hier seinen Turm in den letzten Zügen. Das war auf jeden Fall ein guter Baby da. Der hat mich komplett lang gemacht, der Gegner. Okay, wir haben den Stable von Max. Ich habe das ganz ähnlich gesehen. Ich lag doch so vorn. Gut gespielt, aber wesentlich besser von ihm. Ja, könnte man meinen. Warte, du musst jetzt nur spielen, ne? Wieder kommentieren oder hast du dich noch nicht erholt? Stehen wir alle 5-2? Ja, ich glaub schon. Aber Biri muss noch gewinnen, dann steht er 5-2, ne? Ja. Okay, gucken wir uns das an. Scheiße. Oho. Max choked, ja, war nicht gut, war nicht so gut, ne. Lol, der Gegner will es aber wissen. X-Bogen gegen vier Musketiere. Oh. Das tut weh. Was? Der Was? Tornado? Holz? Okay. Poison? Rakete? Und Holz. Aber scheint ihn nicht großartig zu jucken. Du holst trotzdem sein Turm. Wie kann das passieren? Denn alle Counterkarten, alle. Was ist das denn für ein Tornado? Das ist wieder so ein Gegner. Alle Konter und dann nichts reißen. Die Bäcker klingen so bescheuert, wenn er geslowt ist. Das Brummen macht echt Kopfweh. Bis Chef Strube die 20 Siege hat. Achso. Chef Strube? Nice. Was macht der Gegner da? Mann, das ist hier so ein Dude, der nicht so richtig in die Puschen kommt. Das geht doch nicht. Was hast du dazu? Jetzt
Ich lag echt krass vorne zwischenzeitlich. Lol, 5% hat mein Tablet noch. Dabei stehen wir alle 5 zu 2. Stimmt's? Ja. Thunder. Stimmt. Oder es ist ein ebenbürtiger Kampf zwischen drei Pros, die sich alle mit einem Unentschieden zufrieden geben. Nein. Digga, nein. Oh, das ist es leider nicht, okay. Ich dachte, der Klügere gibt nach, dachte ich, so ist es nicht. Stell Strobo einmal das Aufladegerät, sonst kacken wir gleich ab. Strobolus? Ja, einmal bitte, yo, lass dir Zeit, das Tablet stürzt eh gleich ab. Ein Rattenmann. So, Lavahund Ballon. Ja, das sind so. Es sind so die Karten, die man aus dem Deck kennt. Da war ja noch ein Grabstein. Ne? Holz ist auch normal. Das sind bisher die vier Karten, die drin sind. Jetzt kommen wir zu etwas alternativen Karten, die aber vielleicht noch vertretbar sind. Mit dabei haben wir noch die Hexe. Klar, in jedem guten Lavalun-Deck ist auch die Hexe vertreten. Des Weiteren eine ebenfalls starke Karte, die unbedingt in das Deck rein muss, weil sie einfach mit den anderen Karten so sehr harmoniert ist. Der X-Bogen selbstverständlich, der darf in keinem Lavalun-Deck fehlen. Ebenso wie selbstverständlich der Wahl der Prinz. Und dann noch, damit das Deck abgeschlossen ist, der Rage-Spell. Also die vier Karten sind so basic im Lavalun-Deck. Die vier Karten sind sehr alternativ. Ich will mal gucken, ob man damit gewinnen kann. Eure Meinung zu dem womöglich letzten Deck in die Kommentare. Gut. Kämpfen. Ja, du bist dran. Go. Big Spin startet. Wir stehen alle 5 zu 2. Wir stehen alle 5 zu 2. Wer jetzt verliert, ist raus. Das ist so glücklich, wenn der Gegner einfach gleich einen Zettel. Oh, Executioner! Einfach direkt das Mikrofon vorhalten. Alter, gegen Grabstein und Hexe ist der Executioner schon wirklich, wirklich mächtig. Banditin ist mit dabei. Ja, gut. Skelette räumen ab. Der Lavahund Executioner Inferno Drache gegen Lava Hund. Ballon. Hat er noch mehr vielleicht? Elektromagier ist ebenfalls dabei. Der Gegner hat ein komplettes Anti-Luftdeck. Hat er noch einen Tornado? Und der hat viele Legendaries auf jeden Fall. Leute, der Gegner spielt nur Legendaries. Der Grabstein kommt lieber spät als nie, aber das juckt dich nicht. Sein Turm fällt. Ich find's entspannt. Jetzt kannst du mir ein Mikro geben, ne? Nee, jetzt, wenn du gewinnst nicht. Nur wenn du verlierst. Ich will jetzt ja auch mal anfangen, was du diesen glorreichen... Nein, ich mute dich gleich. Okay. Hier fragt jemand, Holz oder Feuerball? Wie Holz oder Feuerball? Feuerball. Ja. Was? Lol, der spielt nur Legendaries und Executioner. Wie ist das, den ganzen Tag Trolldecks abzubekommen und nie richtige Gegner zu facen? Hm? Der Megaritter schafft den Sprung nicht mehr. Spawn! Oh, meine Güte. Das war aber gewagt. Hexe ist down und der Lavahund sieht da gar nicht gut aus. War das zu offensiv gespielt? So offensiv, was da sonst vermisst. Da kommt der Prinz, wie in jedem Lavahund-Ballon-Deck. Hast du den offensiven Grabstein gesehen? War der geil oder war der geil? Den habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden, weil er eh vom Executioner einfach umfällt. Lol, der Prinz kriegt den Charge noch raus, kriegt den Charge noch mal in den Turm raus. Nee. Du hast den nicht verstanden, oder? Ja, siehst du? Ja, 25 Sekunden noch. Du wirst extrem nervös. Langsam. Was? Oh.
Ich finde es lustig. Noch ein Tornado. Okay, 10 Sekunden noch. Ich bin auch so blöd und probiere dann nochmal irgendwas, wobei ich das Game eigentlich schon gewonnen hatte. Das ist so typisch Lukas. Der Turm fällt noch. Warum hältst du mir eigentlich bei jedem Krams das Mikro hin? Ich liebe es. Ich liebe es! Die Power von Avalon! Der connected nicht. Okay, oh, oh. Gut, aber die Bombe ist auch Schaden. Die Bombe ist auch Schaden. Es sieht nicht gut aus. Man muss ja auch ein bisschen pushen für Chef Strobel. Ich wage stark zu bezweifeln, dass er auch nur irgendwie einen Three Crown hinkriegen könnte. Der Inferno Dragon. Ja, auch der Ballon hat so wirklich seinen Defensive. Der defensive Ballon. Hast du die Karte verstanden? muss. Ich erkläre dir, dass das Max mit 24 Uhr gezockt hat, aber der spielt sich ja irgendwo ein. Die Karte. Oh, Banditen connected. X-Bogen kommt zu spät. Holzfäller hinterher. Der defensive geragte X-Bogen. Unfassbarer Schaden, der da rausbringt. Was ist denn das? Der King? Ach ja, ich hatte einen Ballon auf dem Feld. Hahaha, Witz. Bochum-Fan? Bochum-Fan incoming. Der hat alles, was er braucht eigentlich. Bixby gewinnt. Der gute alte erfahrene Lava-Hund-Ballonspieler mit Prinz und Rage. Okay, einverstanden. Hier. Bin ich? Hallo? Man hört dich. Da sieht man das. Nächste Battle, genau das gleiche Deck. Wünscht mir Glück. Es kann das letzte sein. Du brauchst kein Glück. Bixby hat schon gewonnen. Jetzt muss ich auch noch gewinnen. Ich spiele schon wieder gegen so einen Asiaten, Mann. Die sind alle so am Tryhard. Asiaten sind grundsätzlich am Tryhard. Vielleicht ist es der Music Master. So. Nicht alternativ. Nein, ist dumm. Warten, bis du 8 oder so hast. Du musst ja nicht direkt bei 5 spielen. Schon so in der Mitte, je nachdem, was der Gegner hat, ne? Je nachdem, was der Gegner hat, musst du reagieren. Ja, Max, was hast du denn gegen den Mega-Ritter aus dem Grabstein, der schwören wird? Nach dem Prinz, stimmt. Ja, habe ich vergessen, sorry. Bei all dieser Komplexität des Decks, was ich gesehen habe, habe ich das schon wieder vergessen. Das ist der X-Bogen Connect. Der kommt einfach in mir raus. Und der Prinz connectet ebenfalls. Das ist ein Deck, das liegt mir. Ja? Da bin ich zuversichtlich, hier was zu reichen. Ja, weiß. Finde ich auch, dass der es liegt. Gegner wird sauer. Verständlich. Ja. Ist ja gar kein Schaden, Chris. Ist halt echt ein Trauerspiel, wenn man gegen sowas, gegen halbwegs ernsthafte Deck gewinnen kann. Oh. Meint nicht so hoch anfassen, dann rauscht es. Okay, nicht so hoch anfassen, gut, dann fasse ich nicht so hoch. Ja, ja, okay, gut. Ja, alles klar. Das Quality Mic werde ich entsprechend behandeln. Ja, könnte man so sagen, aber es ist, glaube ich, gar nicht schlecht wegen den Fledermäusen, die stacken. Ne? Also die zwei, die da sind, die sind nicht unerheblich. Nur der Mega-Ritter ist natürlich jetzt hier ein bisschen. Alles kalkuliert. Ja, alles kalkuliert, das glaube ich dir aufs Wort. Den würde man ja auch nicht besser gegen die Lava und setzen, nein. Würde ja eigentlich zu viel Sinn machen. Schweinereiter, was hast du gegen X-Bogen, Grabstein, was hast du im Angebot? Oh, defensive. Stimmt, das ist recht. Ist aber nicht so schlau. Not too intelligent. Aber gegen Lava Loon gar nicht so schlecht. Denn wir haben hier die Werts am Start und die werden den Lava und oder den Ballon clearen, sobald sie einmal hochgesteckt sind. Aber auch der Infernoracher wird natürlich dafür sorgen und die normalen Bats. Nice. Berin hat einen Fan-Pulli von ihm an, von daher. Kannst ja mal Berin fragen. Fan-Pulli. Ja, natürlich. Hand signiert von diesem Spieler. Der Jump, Max, was sagst du dazu? Da ist Batman gerade am Start, der sitzt hier auf dem Schwein. Ganz schön geiler Grabstein noch, ne? Ja, war gut, aber du hast trotzdem Schaden bekommen. Was sagst du dazu? Soweit erstmal nichts. Okay, habe ich mir gedacht, deswegen habe ich es gar nicht erst probiert mit dem Mikro. Hab dich hier sozusagen predicted. Ich hoffe, der Gegner tut's auch.
Ja, meine Kommentare werden immer schlechter mit der Zeit. Ich bin aber auch hundemüde, deswegen müsst ihr mir das mal gerade heute verzeihen. Chef Strubbel, währenddessen kommentiert nicht mal mehr auf Deutsch, sondern verwendet alternative Sprachen. Max, du lässt ihn jumpen. Was ist der Schweinerei vom Gegner? Aber Max, ich möchte dich darauf hinweisen. Oh. Tschüss, mach's gut. Winke, winke. Oh nö, nicht der Tee, hab ich nicht gesehen. Nie, ich hab Pause, stopp, Alter. Cool, uncool. Nee. Ich lag so vorn und hab voll versagt. Voll verkackt. Ich bin raus. Ich bin direkt hinter Chef Strubbel. Das kann doch nicht sein. Wie schlecht bin ich denn, direkt nach Chef Strubbel rauszufliegen? Kacke. Der ist halt full life. Der wird ja gar nicht von irgendeinem Turm angegriffen. So. Aber wir haben ja noch jemanden drin. Berin ist noch. Oh nein, kannst du dich fassen? Ich hätte euch so gern besiegt. Ich fordere euch halt zur Revanche raus morgen. Ah. Scheiße, der hatte ja die Nachthexe und die Fledermäuse. Ja, das habe ich gar nicht gerallt. Gar nicht. Ich setze mal Long Rage an, das ist einfach Fledermäuse. Ich hab alles zugrunde gehauen. Auch wegen der Nachthexe hat das nicht so gut geklappt. Ihr könnt euch hier Base Race in der ersten Sekunde. Berin, nein, haut nochmal rein. Gegner hat mega Minion. Okay. Da muss ich nicht mehr viel zu sagen. Dann sag ich, damit steht 1-1. Man muss es nicht selbst bescheißen, oder? Man kann einfach sagen, ich spiele das Deck und habe keinen Plan von dem Game, oder? No offense, das habe ich nicht mal gemacht. Also der Gegner... So überspitzt, aber generell haben hier nur zwei Leute ihre Karten an der Brücke eingesetzt oder hinten und dann sind durchgelaufen. Ja. Kein Mensch hat hier auf eine Defensive geachtet. Völlig... Jetzt wird er wieder komplett frech, das Game. Berin, Digga, was spielst du da? Was ist das für ein Baby Dragon? Was? Ne? Was war denn? Es war ein. Ja, war doch ganz gut. Oh, scheiße. Oder? War da ein Baby Dragon? 8 HP! Der Strobel, Alter. Der neue Psycho Andreas. Er ist ganz leise im Hintergrund und schreit, aber 8 HP! Nein! Guckt euch das an, Supercell! Du Oberzicke! Der spielt keinen Ranger morgen. Fixman, bitte guck's dir an. Alter Chef Strobel, du bist ein kompletter Psychopath! Er hat 8 HP, Henke, das ist mir das. Fixman, bitte guck's dir an. 8 HP! Fixman, bitte, nein, Fixman, schau bitte. Chef Strobel, was sagst du zu der Aussage, größter Psychopath in der deutschen Clash Royale Szene? Der es gesagt hat, stinkt. Das war nicht überzeugend. Okay, voller Psychopathenmodus. Guckst du dir das bitte an, bitte. Warum? Bitte guckst du dir an, wieso wer das Base Race ist da. Ballon, oh. Ja, Ballon mit 0 HP. Legst du mir jetzt schon? Warte. Schau. Oh mein Gott, das ist ein ganz knappes Ding. 20 Sekunden noch. Kannst du den Golem so lange abwehren und den Holzfäller? Oh, die Hexe haut da die Plays raus. Lol, Hexe haut einen gesamten Push kaputt. X-Bung ist da, 10 Sekunden noch. Doppel-Mega-Minion im Rage. What? Alter! Die Hexe! Kannst du mir erklären, wie viel Value diese Hexe gebracht hat? Das ist ja nicht mehr witzig. Ist das ein Witz oder ist das ein Witz? Geht. Ganz witzig, ja. Das war ein Pixel, Alter. Ey, ignoriert einfach meine Kobold-Schütze, weil der Mega-Gitter-Weg ist. Alter, Berin gegen Bigspin, es geht weiter. Ich weiß nicht, die haben beide jetzt gewonnen. Ich bin raus. Ihr wollt wissen, wie es weitergeht. Wir hauen direkt das nächste Deck rein. 3, 2, 1, go. Ist okay, oder? Ich baue es mal auch ganz kurz nach, dass ihr das seht. Das ist ein Deck, mit dem ist Berin wahrscheinlich ziemlich gut. Schweinereiter, Kanone, Spear Goblins und Minions. Fire Spirits und Skelettarmee. Alter, sehr, sehr günstiges Hawk Cycle Deck. So. Und dann noch ein Grabstein. Und dann noch einen Bowler. Also es ist ein Hawk Spam Deck, ne? Nur Kleinkram, ja. Das ist das Deck, das werden sie jetzt hier gegeneinander spielen. Was? 22. Ja,
Da spielt wieder was anderes. Macht Berin irgendwann YouTube, ist die Frage. Machst du irgendwann YouTube? Da kommt ein Schulterzug mit, keine Ahnung. Das hat Big Spin vor langer Zeit auch gesagt. Korrekt. Und dann habe ich jetzt immer noch kein Video. Und dann hat er immer noch kein Video. Ja, stimmt. Ich kenne drüber, dass das kommt. Wir schauen zu. Was? Ich habe was versehen. Mal Level 1. Leute, ich habe was versehen. Ja, ich weiß. Ich was versehen. Deswegen, weil es krank, dass es so viel Value gebracht hat. Ich habe was versehen. X-Punkte gehabt. Ich werde ihn jetzt hier nicht spielen in dem Game. Damit hier. Okay. Zum Nachteil ist. Ja, meine Schuld. Ich werde gerade okay. Spielen. Behalte das Game, wie sie gekauft. Da mein Name mit Z losgeht und mit Ofen endet, bist du leider raus. Nein, du kannst natürlich noch weiterspielen. Spiel die Karte einfach nicht. In offiziellen Turnierregeln wärst du jetzt raus und hättest verloren. Korrekt. Ja? Aber da offizielle Turniere auch nicht nachts um 2:30 auf der Hotellobby stattfinden, stimmt. Ich habe keinen Fireball. Ich habe einen Partner, aber nicht richtig dumm. Habe ich einen Fireball? Da ist auch wohl jemand Fireball schon etwas müde. Ihr habt keinen Fireball im Deck. Auch das hast du ihn schon gespielt. Wie kann man denn zeigen? Wie kann man hast du ihn. Zwei Dixie-Karte für die 6 und die 4-Karte für das Zeigedeck austauschen. Nee, bescheuert. Also du hast zwei Karten, die spielen Bix, sondern machst du es dir unnötig schwer. Da macht er es wie die Pros, verkackt schon von vornherein die Deckauswahl. Oh. Du darfst X-Bogen und Feuerball nicht spielen, weil normalerweise wären... Nee? Hast du nicht, dachtest du? Ach so, dann ist alles gut. Dann ist nur der X-Bogen falsch mit Fire Spirits, ne? Okay, deine Dame, dann ist das noch vertretbar. Ich habe einfach nicht. Hier streitet jemand, Chef Schrobel wäre in so einer Situation schon längst disqualifiziert. Danke, Bro. Ich sag mal so, wenn man schon 130 Games am Tag Clash Royale absolviert hat, dann ist auch irgendwann der Tilt da und man kann nicht mehr die Mega-Leistung bringen. Es ist 2 Uhr nachts. Ich bin immer noch um mein Level. Echt? Du bist noch auf deinem Level? Ja, ich ist ja bekanntermaßen nicht hoch, ne? Oh, Big Spoon. Wie lange streamen wir denn hier? Wir wollten hier einen kurzen Probestream machen. Ich muss noch 3 Stunden Highlights schneiden, Alter. Ja, ich weiß. Ja, dann geht doch aufs Klo und trinkt eine Capri-Sonne. Der Zusammenhang. Dann geh doch aufs Klo und trink eine Capri-Sonne. Machst du das immer, wenn du unter Stress gerätst? Boah, ich muss erstmal ganz kurz. Alter. Ihr wollt hier aber auch nicht verlieren, ne? Nicht, ne? Es ist ja. Dein Schweinereiter kriegt aber auch immer einen Hit raus irgendwie. Magic. Alter, der Bowler, wow. What the fuck? Das ist so dumm. Es ist so dumm einfach, das Matchup. Das wird ein Unentschieden. Das, Oh nee. Oh mein Gott. Keine Beile. Bixby, wird das hier ein Unentschieden? Ein Unentschieden ist kein Sieg. Beides hintereinander gesetzt, ich habe schon durchgezeigt, tschüss. Ein Unentschieden ist kein Sieg, aber da ich kein Unentschieden habe, trifft dies auch nicht. Ja, Shots feiert. War kein Shots feiert, Junge. Da kann ich auch nichts mehr nachhaken.
So, nächstes. Du hast die richtigen Karten dabei, Biri, nicht so wie Bixbin, der hier schummelt und damit sogar durchkommt. Schummelt. So wahrscheinlich, Alter. Ich schreibe in 2 Stunden Mathe? Alter, wann hast du denn eine Klausur? 3 Uhr nachts? Also macht das Fernstudium. Klausurtermin auf 3 Uhr nachts legen. So, Leute, dann haben wir die Klausur. Ja, morgen 4 Uhr. Oh Gott. Du kriegst ja aber auch schon wieder gegnertechnisch den heißen Scheiß ab, ne? Danny, GT. Ich. Star Alliance. Ich. Da allein bist du recht stark. Ja, wie hältst du nichts mit? Das heißt, hilf mir, Alter. Du sagst den ganzen Abend, hilf mir. Das kann ich mir nicht anhören. Und jetzt sagt er, das ist sein Akzent oder sein. Da, er kommt aus Karlsruhe, die reden da so. Alles grammatikalisch falsch. Er spielt Tesla mit Lockbait, was du jetzt. Doppelklick, swipe nach oben. Er schreibt Good Game. Guckt er den Stream etwa? Er will Zeitrail. Düster Kommentar. Wieso spielt der denn Hawk Cycle? Der ist doch klar, dass er damit gewinnt. Ich sag mal, mit dem Deck würde Biri sogar die 20 Siege schaffen, wenn er das konstant durchspielen würde. Wie hast du die 20 Siege eigentlich geschafft? Zu null oder hast du den Niederlage gehabt? Zu null einfach. Chef Strobel, du bist ja hier sicher, dass du hier morgen oder übermorgen Abend genau in der gleichen Situation ein Champion Face-Off gegen Berin machen möchtest, in einem Best of 5 und gegen Music Master und gegen Big Spin? Alle sollen bekommen, das muss ich rechnen, Alter. Okay. Das ist ja hier keine random Deck Challenge, das ist eine Demütigung für den Gegner. Der spielt einen Golem. Ich habe ja nichts gegen deine Pumps. Naja, 50 Sekunden. Oh ja. Jetzt wird der Raketen zu sagen, wie ich bin. Lewis Hamilton hat mich gehostet, vielen Dank. So ein Klassiker einfach, so simpel, so stumpf. Oh nein. Na, no, Junge, der Boy ist nicht spät. Was? Der Schiff aus dem Boy. So. Oh. Ist das noch ein Throw? Hätte schon was. 7 Sekunden auf der Turm fällt und jetzt wird's übel. Berin chokt hier nochmal ganz schön rein. Nächster Golem ist da. 308 HP hat der Turm. Wie kommt er hier durch? Er will jetzt hier zeigen. Oh mein Gott, der Gegner predict es mit der Elixierpumpe. Nein, ist es das? Jetzt sieht es so aus, als wäre es das. Golem ist dran. Mit allen möglichen Truppen. 700, der Golem explodiert. Das. What the fuck? Lol, echt noch gecomebackt. Ganz krank, der hatte 3 Pumpen. Ich sag so, ja, ist nur noch 5 Sekunden, aber es hat gereicht. Zuerst die Verlängerung, aber er hat noch grünen Schweinereiter verteidigt. Okay. Das ist es. Das ist es, Big Spin gewinnt! Super Magical Chest! Der erste kriegt vom letzten. Das haben wir davor nicht ausgemacht. Ja, Chef Strobel, allein für das Training, was ich dir heute gegeben habe, kannst du mir da nicht bezahlen. Okay, dann nehmen wir die Super Magical Chest einfach von den Werbeeinnahmen von diesem YouTube-Video, was ihr euch dann reinzieht. Ich denke, das werden einige sagen, das geht doch arschlange, Alter. Was war das denn für ein Stream? Wir wollten ja einen kurzen machen. Das war 3,5 Stunden! Echt, das wird ein 2-Stunden YouTube-Video, es tut mir leid. Falls ihr jetzt am YouTube-Video zuschauen solltet und ihr seid am Ende, schreibt das mal in die Kommentare. Ich bezweifle wirklich, dass sich jemand das 2 Stunden lang gibt. Chef Strobel, stark gespielt. Du warst ja recht früh draußen. Wir müssten die Challenge mal wiederholen, dass wir überhaupt insgesamt ein bisschen Gameplay von dir sehen. Ich hab dich lieb. Chef Strobel macht die 20 Siege jetzt noch voll. Morgen machen wir das Gleiche. Schreibt in die Kommentare, was ihr von so einer Challenge haltet und haut rein. Ja, geile Abmod. Noch was zu sagen? Er ist schon müde. Chef Strobel noch was? Ich habe ihn gerade besiegt und beäm ihn jetzt. Thanks. Chef Strobel hat heute 180 Games gemacht. Der ist komplett tot im Kopf, nur am Tilten. Du hast beämt hier jeden Gegner zu.
Du hast 5100 Trophäen, spielst Lord Bait, hast 20 Siege, hast aber nicht gegen mich gewonnen. Seit Viertel nach 12 heute. Der ist hier jetzt 12 Stunden lang am Tryhard für die 20 Siege. Jeden Gegner, der besiegt, beämmt er einfach tot. Ja, wenn sie doch Bait spielen, nur Raketen zeigen, was soll ich da machen? Schade. Auch noch abschließende Worte? Ciao.